Frau Holz, meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Etienne Kreuzer, als Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg und als solcher auch stellvertretend für die Deutsche Union der Akademien der Wissenschaften heiße ich Sie ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Podiumsdiskussion Finanzkrise und Staatsverschuldung im Rahmen der Veranstaltungsreihe Geisteswissenschaft im Dialog. Ein langer Vorspann, aber er sollte Sie einführen in das Thema, das wir heute diskutieren wollen. Diese Reihe, von der ich eben sprach, wird gemeinsam von der Max-Weber-Stiftung und der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften organisiert. Jüngstes Mitglied in dieser Akademienunion ist übrigens die Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Ich freue mich sehr, dass wir nach dem letzten Veranstaltungstermin in dieser Reihe, nämlich im November 2013, bei der es um die Frage der Willensfreiheit ging, diesmal schon wieder nach 8 Monaten Gastgeber einer Geisteswissenschaft im Dialogveranstaltung sein dürfen. Diese Freude drückt sich natürlich auch darin aus, dass heute, wie vielleicht viele von Ihnen ja auch gespannt sind, Halbfinaltag für die Weltmeisterschaft ist, und deswegen freuen wir uns natürlich auch ganz besonders, dass Sie trotzdem, trotz dieses Konkurrenztermins im wahrsten Sinne des Wortes, den Weg hierher gefunden haben. Wir versprechen Ihnen auch, dass wir rechtzeitig aufhören werden, sodass all die Fußballbegeisterten unter Ihnen zumindest die Chance haben, rechtzeitig zum Spiel dann zu Hause zu sein. Am Geld hängt doch alles. So hieß eine Veranstaltungsreihe, die die Akademie der Wissenschaften in Hamburg 2011 durchgeführt hat. Dieser Stoßseufzer von Gretchen in Goethes Faust war damals so der Aufhänger für eine Veranstaltung, die sich mit der Finanz- und Wirtschaftskrise von 2007 und 2008 und die Folgen, wie beispielsweise Schuldenkrisen in einigen Euro-Staaten, beschäftigte. Der sprunghafte Anstieg der Staatsschuldenquote in Deutschland, 17% war es damals, besonders aber dramatisch war es in den USA und Großbritannien mit über 30%, hat dazu geführt, dass die Schuldenfrage in der Politik, in den Medien damals und natürlich auch in der Öffentlichkeit ganz nach oben katapultiert wurde. In Deutschland hat der unerwartete dramatische Sprung in der Schuldenquote zur Verankerung der sogenannten Schuldenbremse im Grundgesetz im Jahr 2009 gegen Ende der damaligen Großen Koalition geführt. Betrachten wir heute die Entwicklungen der letzten 3 Jahre, so können wir unter demselben Titel über fast dieselben Probleme diskutieren. Allenfalls könnte man die Überschrift vielleicht leicht abwandeln und sagen, am Geld hängt noch immer alles. Und das ist gleich vielleicht auch passend für die heutige Veranstaltung, wie gesagt. Wie erst vor wenigen Tagen vom Bundesfinanzminister Schäuble mitgeteilt wurde, will erstmals seit mehr als 40 Jahren, genauer gesagt seit 1969, eine deutsche Bundesregierung im nächsten Haushaltsjahr wieder ohne Schulden auskommen. Das ist nach den Erfahrungen mit Inflation und 2 Währungsreformen eine wirtschafts- und finanzpsychologisch wichtige Nachricht. Gerade in Deutschland und vor allem in Deutschland ist das eine wichtige Nachricht. Das Thema Staatsverschuldung bleibt trotzdem hochaktuell. Der eben angesprochene sogenannte ausgeglichene, ich sage absichtlich sogenannte ausgeglichene Haushalt, weil es auch darüber Diskussionen gibt, gilt erst ab 2015. In diesem Jahr kann der Bundeshaushalt nur mit einer Neuverschuldung von 6,5 Milliarden Euro bestritten werden. Außerdem schreiben lediglich 3 von 16 Bundesländern, nämlich Sachsen, Bayern und Niedersachsen, schwarze Zahlen. Der Rest macht auch 2015 wieder neue Schulden. In 11 Ländern ist die Etatlage sogar schlechter als vor einem Jahr, vom europäischen und internationalen Ausland ganz abgesehen. Zudem wird der Weg zur schwarzen Null durchaus auch kritisiert, weil dadurch zu wenig Investitionen in die Zukunft getätigt werden, sagen einige. Daneben sagen auch andere Finanzwissenschaftler, in der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank lägen durchaus Risiken. Die Sorge ist, drohe eine neue
Finanzkrise im Euroraum besteht weiter. Genug Stoff also für kontroverse Debatten zwischen unseren heutigen Podiumsteilnehmern, denen ich ganz herzlich für ihre Diskussionsbereitschaft schon jetzt danke. Mein Dank geht an dieser Stelle auch und ganz besonders an unsere heutige Moderatorin, Frau Dorothee Holz. Sie ist Wirtschafts- und Finanzjournalistin für das ARD-Börsenstudio und die Deutsche Welle. Der Max-Weber-Stiftung, nämlich namentlich Frau Dr. Tina Rudersdorf und Herrn Dennis Walter, sowie Frau Jana Heisel von der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften, danke ich sehr herzlich für die Organisation des Podiums. Mein besonderer Dank geht darüber hinaus dem Vizepräsidenten unserer Akademie der Wissenschaften in Hamburg, Herrn Professor Kurt Jakobait, für seine organisatorische Unterstützung des heutigen Verlaufs der Veranstaltung. Ihnen und uns wünsche ich natürlich nun eine anregende, lebhafte Diskussion zu diesem wirklich spannenden Thema, zunächst auf dem Podium und im Anschluss daran natürlich auch mit Ihnen, mit dem Publikum. Und übergebe das Wort an Herrn Dr. Rosenbach, Geschäftsführer der Max-Weber-Stiftung, den ich an dieser Stelle ebenfalls ganz herzlich grüße. Dankeschön. Sehr geehrte Frau Holz, sehr geehrte Referenten, sehr geehrte Damen und Herren, auch im Namen der Max-Weber-Stiftung, Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, darf ich Sie heute Abend hier recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Veranstaltung in der Reihe Geisteswissenschaft im Dialog, kurz GID. Mein Name ist, wie Herr Kreuzer schon sagte, Harald Rosenbach und ich bin Geschäftsführer dieser Stiftung und habe also in dieser Funktion die Ehre, hier vor Ihnen die kurze Begrüßung halten zu dürfen. GID, wie der lange Veranstaltungsname kurz heißt, ist ein Projekt der Union der Akademie der Wissenschaften und der Max-Weber-Stiftung inzwischen seit einigen Jahren. Wir freuen uns über diese Kooperation, möchten sie auch sehr, sehr gerne fortsetzen. Die Kooperation selbst steht unter der Schirmherrschaft von Bundesministerin Wanka und hat ihre Ursprünge schon in den 90er Jahren, als damals noch die Leibniz-Gemeinschaft mit von der Partie war. Im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise brachen in den letzten Jahren längst überwunden geglaubte Gräben wieder auf. Jenseits seriöser Debatten wurden deutsche Politikerinnen und Politiker vom Boulevardjournalismus in diversen Gazetten, teilweise auch in rezessionsgeplagten europäischen Partnerländern, in einem Ausmaß als Akteure deutschen Machtstrebens dargestellt, wie wir es eigentlich gar nicht mehr möglich gehalten hätten. Inzwischen erfasst die Krise aber auch den Kern des europäischen Integrationsgedankens nach dem Zweiten Weltkrieg. Denn wie anders ist es zu verstehen, dass am 18. September dieses Jahres Großbritannien über den Verbleib in der Europäischen Union abstimmen möchte? Wie können wir das verlorene Vertrauen in die europäischen Instanzen wiedergewinnen oder wieder aufbauen? Sollten dazu die Wirtschafts- und Finanzpolitiken der einzelnen Länder sich noch stärker integrieren oder ganz anders, sollten sie sich doch lieber entflechten? Und welche Rolle spielen national definierte Vorgaben, wie sie denn die Schuldenbremse ist, die im Grundgesetz inzwischen festgelegt wurde, für gesamteuropäische oder vielleicht sogar für die globale Wirtschaft? Und dann gibt es ja sogar noch einen Nebenaspekt, der vielleicht gar nicht zu unterschätzen ist. Denn wann hat es schon mal eine so tiefgreifende europäische Debatte über europäische Integration, über europäische Strukturen gegeben wie jetzt? Und Debatte, das wissen wir alle, ist immer die Vorstufe für, im positiven Sinne, für einen Konsens. Und der könnte dazu führen, dass diese Debatte auch dazu beiträgt, ein europäisches Bewusstsein zu schaffen. Das sind natürlich einfache, aber auch sehr spannende Fragen und ich denke mal, so einfach sie gestellt sind, so schwer sind sie auch zu beantworten. Es sollte also heute Abend auf keinen Fall langweilig werden. Zum Schluss gestatten Sie mir aber auch noch ein kurzes Wort des Dankes. GID findet heute ein weiteres Mal hier in Hamburg statt, zum zweiten Mal sogar hier im Basler Hof. Und dafür danken wir Herrn Kreuzer, der gesamten Akademie hier in Hamburg. Ich möchte aber auch namentlich nennen Frau Hoppenheit und Frau Senne, die hier von Hamburger Seite eben sehr dazu beigetragen haben, dass wir hier sitzen.
Bei uns in der Geschäftsstelle in Bonn war das Herr Dennis Walter, der den Abend hier vorbereitet hat. Ich freue mich nun auf die Diskussion und darf das Wort an Frau Holz übergeben und würde Sie jetzt schon vorsichtshalber auch dazu ermuntern, nach der politischen Diskussion noch die Gelegenheit zu weiterem Gespräch im Empfang drüben zu nehmen. Dort gibt es nämlich das ein oder andere Glas und an Gesprächsstoff wird es wahrscheinlich nicht mangeln. Ja, wir haben ja eine natürliche Grenze heute. Das ist spätestens Punkt 10 Uhr. Aber wir arbeiten darauf hin. Seit 2007, 2008, seit Ausbruch der großen Krise, befindet sich die Welt, vor allem die entwickelten Ökonomien, im Krisenmodus mit wechselnden Schauplätzen, mit wechselnden Ausprägungen. Ich habe die jeweiligen Krisenhöhepunkte, zum Beispiel September 2008, aber auch den Mai 2011, als es um das Schicksal Griechenlands ging, hautnah miterlebt, sozusagen von innen, vom Börsenplatz Frankfurt. Und wir, die drinnen waren, meine Kollegen, die Beobachter, wir haben uns oft gefragt, wie können die Menschen draußen nur so ruhig ihren Kaffee trinken? Merken die eigentlich nicht, was los ist, dass es gerade zusammenbrechen könnte? Es ist nicht oder nicht alles zusammengebrochen, aber es ist für sehr viele Menschen sehr viel schwieriger geworden zu leben. Das Leben hat sich verschlechtert. Und auch wenn wir das hier in Deutschland nicht unbedingt spüren oder nicht mehr spüren. Bevor wir uns deshalb dran machen, auch nochmal auf die Ursachen der Krisen zu schauen, die zu beleuchten, bevor wir das Hauptproblem, die Schulden, die Verschuldung, die öffentliche und die private uns anschauen, bevor wir auch dann versuchen, Lösungen zu finden und auch Lehren daraus zu ziehen, möchte ich die anwesenden Herren fragen, von welcher Krise sprechen wir eigentlich, Herr Heise? Ja, es gibt nicht nur eine Krise, sondern wie Sie schon sagten, eine Mehrzahl von Krisen oder eine multiple Krise. Also sicherlich haben wir, das ist der Ausgangspunkt, ich glaube, darüber sind wir uns einig, die Weltfinanzkrise, also die Krise der Finanzmärkte, die nicht so reibungslos funktionieren, wie wir das gehofft haben und uns viele vielleicht auch haben einreden wollen. Daraus folgend, da würde ich schon eine Kausalität einbauen, haben wir dann sicherlich auch sowas wie eine Staatsverschuldungs- oder Haushaltskrise. Wir haben eine Vertrauenskrise, das betrifft die Finanzmärkte, das betrifft aber eben auch das Vertrauen der Menschen in die Lösungskompetenz zum Beispiel der Europäischen Union. Aber wir haben auch noch eine konjunkturelle Krise, also das, was manchmal, ich wundere mich da immer wieder drüber, es werden dann Wachstumsraten, also Beschäftigungs- oder Wirtschaftsentwicklung, Beschäftigungsentwicklung, in diesem Fall also Wirtschaftsentwicklung von 1,5% werden als tolle konjunkturelle Aufschwünge dargestellt. Das ist natürlich eigentlich so im historischen Kontext ist das eher eine relative Stagnation. Also wir sind noch lange nicht raus aus unserer konjunkturellen Talsohle. Und auch in dem Längeren, auch vor der Weltfinanzkrise steckte zumindest Deutschland, aber auch die Europäische Union insgesamt, würde ich sagen, in einer relativen Stagnation. Also wir sind schon ziemlich lange in einer Wirtschaftskrise. Dazu kommt dann auch noch, dass insgesamt die Architektur Europas nicht so ganz ausgewogen und stabil zu sein scheint. Also wir auch noch eine Governance-Krise haben. Also ne, das könnte man fast beliebig fortführen. Ja. Ich will es vielleicht erstmal dabei belassen. Wir haben nicht nur eine Krise, sondern wir haben eine ganze Reihe von Krisen, die auch noch miteinander zusammenhängen. Aber haben wir eine Krise, die dem Ganzen vorausging, eine Hauptkrise, die zu allem anderen geführt hat? Herr Holt-Frierich? Ganz eindeutig war das der Vertrauensverlust 2007, der zu der Finanzkrise geführt hat. Und in der Finanzkrise ging ja sogar das Vertrauen von Banken untereinander verloren. Was sie normalerweise tun, sich über Nacht also aushelfen mit Liquidität, geschah da nicht mehr. Deswegen mussten die Zentralbanken eingreifen, um zu verhindern, dass da Bankpleiten entstehen. Und diese Finanzkrise war das Vorspiel zu der großen Wirtschaftskrise, die im September 2008 ausbrach mit der Lehman-Pleite in den USA. Das war natürlich wieder ein enormer Einbruch im Vertrauen. Also Kreditwirtschaft ist Vertrauenswirtschaft. Kredit heißt Vertrauen.
Und wenn dann plötzlich Kreditflüsse nicht mehr stattfinden, auch in die Wirtschaft hinein nicht mehr stattfinden, dann schlägt eine Finanzkrise um in eine Wirtschaftskrise. Und es gibt Analysen, Vergleich der Entwicklungen von Arbeitslosigkeit, Welthandel und Aktienkurse nach der Lehman-Pleite, also nach dem Ausbruch der Wirtschaftskrise, mit der Entwicklung in der großen Weltwirtschaftskrise nach 1929. Und da kann man sehen, Barry Eichengreen zum Beispiel hat das gemacht, da kann man sehen, dass es genauso rapide bergab ging in allen drei Kategorien wie in der großen Weltwirtschaftskrise. Nur, dass wegen der Politik der Notenbanken der Aufschwung, also die Talsohle, viel früher erreicht worden ist. Das ist der Unterschied. Wir haben das Wort Vertrauenskrise mehrfach gehört, Herr Höffe. Vertrauenskrise, was geht dem voraus? Wie kommt es zu einer Krise des Vertrauens? Also die Krise ist in der Philosophie zunächst mal ein neutraler Ausdruck. Das sind Zeiten, in denen sich etwas ändert und in denen etwas zur Entscheidung steht. Die Krise kann insofern auch die Sache oder die Verhältnisse, die gerade sind, zur Verbesserung bringen und vor allem zum Nachdenken, was sind denn die Faktoren, die bisher uns geleitet haben und was sind denn vielleicht die richtigen Faktoren. Und wenn man dann weitergeht zum Stichwort zur Moral, ich würde wiederum nicht sagen, dass die Moral selber in Krise geraten ist, aber die Anerkennung der Moral. Es sind ganz elementare Dinge, über die wir uns eigentlich einig sind, die wir nur nicht anerkannt haben. Das geht mit dem los, was ich vielleicht mal die Vorstufe oder Minimalstufe der Moral nenne, nämlich das aufgeklärte Selbstinteresse. Man war nicht fähig und bereit, über längere Zeit hinwegzudenken. Es geht weiter hinaus zu den schon genannten Faktoren der Vertrauenskrise, möchte ich auch noch sagen, dann vielleicht nicht nur als Philosoph, sondern auch einfach als Zeitungsleser und Bürger. Ich habe das Vertrauen in die ökonomischen Beratungen verloren. Wir haben Tausende und Zehntausende Journalisten, die sich gerne als kritische Journalisten verstehen. Wir haben Hunderte und Tausende Beratungen von den Regierungen. Und bis auf zwei, drei, die sich jetzt im Nachhinein als Kassandras gerieren, hat auch keiner das ernsthaft gesagt. Obwohl, wie wir ja schon von unseren Kollegen gehört haben, obwohl es Krisenphänomene jetzt in dem normalen Sinne gab. Und das finde ich dann schon ein bisschen sehr bedauerlich. Und dazu kommt jetzt der größere Begriff der Moral, der Anerkennung, das, was ich die Gerechtigkeit, also den geschuldeten Moralanteil nenne. Wir haben auf Kosten der nächsten Generationen gelebt. Die Staatsverschuldung begann ja schon sehr viel früher, wenn auch nicht so stark. Ich erinnere mich an meine Jugendzeit, da gab es noch so einen Juliusturm, also sozusagen Reserven und nicht zu wenig Geld. Und im Laufe der Zeit, und wir sollen auch nicht vergessen, Deutschland war nach dem Kriege völlig zerstört, hatte Millionen Flüchtlinge aufzugreifen und kam mit dem mehr oder weniger gut zu Rand. Und nachdem es im Deutschen und vielen anderen Ländern viel besser geht, bricht die Staatsverschuldung ein und erreicht dann durch die Finanzkrise, die vor allem von den USA ausgeht, dann nochmal horrende Dimensionen. Mhm. Herr Nützenadel, was ist Ihr Krisenbegriff oder Ihre Sicht auf die Krise? In welcher Krise sind wir gerade? Also ich bin Historiker und ich vergleiche natürlich immer die gegenwärtige Situation mit früheren Krisen. Und wir Historiker wissen nun, dass es immer schon wirtschaftliche Konjunkturen gegeben hat und auch schon wirtschaftliche Krisen gegeben hat. Aber die gegenwärtige Krise ist schon herausragend. Sie ist nicht nur dadurch gekennzeichnet, dass sie multiple ist, sozusagen verschiedene Elemente von Krisenphänomenen in sich vereint, dass sie sozusagen den Banken- und Finanzsektor, die allgemeine wirtschaftliche Situation und eben vor allen Dingen auch die Staatsschulden mit einbezieht. Also sozusagen diese drei Ebenen, die hier zusammenkommen, das ist schon eine sehr einzigartige Situation, die allenfalls vergleichbar ist mit der Situation, die wir in der großen Depression der 30er Jahre gehabt haben. Sie ist vor allen Dingen deswegen einzigartig, weil sie so lange dauert. Sie haben es ja eben schon angesprochen, 6 Jahre befinden wir uns in dieser Krise und wir wissen eigentlich nicht, wann sie zu Ende sein wird. Auch wenn wir sie jetzt in Deutschland nicht mehr so krisenhaft wahrnehmen, weil wir sozusagen konjunkturell sogar profitieren aus der Situation. Wir haben sozusagen viele Vorteile, über die wir nachher vielleicht noch sprechen können, ist die Gesamtsituation, glaube ich, sehr, sehr fragil. Und ich glaube nicht, dass die Krise vorbei ist, sondern dass sie noch sehr lange andauern wird und dass viele strukturelle Fragen noch andauern wird. Also ich glaube, diese Situation ist schon einzigartig aus der Sicht der Historiker.
Und was ich vielleicht nochmal dazu sagen möchte, ergänzend zu dem, was der Höffe gesagt hat, ist nicht nur eine Krise der Berater, das könnte einen vielleicht noch beruhigen, sondern es ist eine Krise überhaupt der ganzen Art und Weise, wie wir unsere Wirtschaft modellieren. Ja, was ist eigentlich, was haben wir eigentlich noch für Rezepte? Leisten uns sozusagen Heerscharen von hochausgebildeten Ökonomen, die alle möglichen Modelle entwerfen, die aber keine richtigen Antworten auf diese Krise wissen. Und die Frage ist, was folgt eigentlich jetzt daraus? Denn nach der großen Depression hatten wir einen großen Umschwung in den Wirtschaftswissenschaften. Es gab einen großen Paradigmenwechsel. Und die Frage ist eigentlich, welcher Paradigmenwechsel folgt aus der gegenwärtigen Krise? Also haben wir noch eine Krise, nämlich die Krise der ökonomischen Vermittlung und der Bildung und der Wissenschaft. Das würde ich so sagen, ganz bestimmt. Dann schauen wir uns nochmal die Gründe an und die möchte ich vorausstellen. 2004 sprach der Makroökonom und ehemalige Chef der amerikanischen Notenbank Ben Bernanke, der mächtigsten Notenbank der Welt, über das Ende der großen Wirtschaftskrisen. Die Welt werde mit weniger und mit schwächeren Rezessionen zu tun haben. Geldpolitiker hätten das Auf und Ab besser im Griff und könnten die Wirtschaft stabiler machen. Das war die Zeit der Great Moderation, der großen Mäßigung. Wie konnte er sich so irren, oder um es mit Minsky auszudrücken, wie kam es eigentlich zur plötzlichen Krise trotz des Booms? Herr Heise. Wie kam es zur plötzlichen Krise? Vielleicht würde ich erst noch mal auf Herrn Nützenadel zurückkommen oder auch Herrn Nützenadel daran unterstützen, dass es tatsächlich auch eine Krise der Wirtschaftswissenschaft ist. Denn es auch in dem Sinne eine Krise der Wirtschaftswissenschaft, dass sie nicht nur im Zuge der Krise oder nach der Krise nicht die richtigen Antworten gefunden hat, sondern dass sie uns auch im Vorhinein in einer Sicherheit gewogen hat, die sich dann als trügerisch herausgestellt hat. Also auch wieder das Thema Vertrauen, das nicht mehr so vorhanden ist. Ja, dadurch geht dann natürlich auch Vertrauen verloren, eben in die diese Krise überhaupt nicht haben kommen sehen. Ein Nobelpreisträger fragte dann ja auch daraufhin, how could they get it so wrong? Wie konnten das die Ökonomen so falsch handhaben oder wie konnten sie so falsch liegen? Sie mussten nicht so falsch liegen. Es gab durchaus warnende Stimmen oder es gab durchaus andere theoretische Einsichten, die sich aber gegen die Mainstream-Ökonomie oder gegen das herrschende theoretische Bild nicht durchsetzen konnten. Ist das nicht immer so? Das ist immer so, das ist zumeist so, dass es unterschiedliche Sichten gibt, das ist schon wahr. In diesem Fall ist es natürlich relativ eklatant, dass sich da eine Theorie über lange Zeiten aufgebaut und durchgesetzt hat, die eine relative Selbstregulierung der Märkte oder eine sogar starke Selbstregulierung der Märkte postuliert und, wie Sie schon richtig sagten, dann in der großen Moderation, in der Great Moderation, sogar kurz vor dem Ausbruch der Weltfinanzkrise tatsächlich sich noch feierte und sagte, wir haben jetzt tatsächlich den Konjunkturzyklus weitgehend im Griff. Und das hat sich ja nun als völlig falsch herausgestellt. Und tatsächlich muss die Frage dann sein, was wissenschaftlich zumindest, was kommt danach? Ich bin da nicht sehr optimistisch, dass wir da einen neuerlichen, revolutionären Wandel in der Wirtschaftswissenschaft erleben, wie wir ihn ansatzweise vielleicht in den 30er Jahren erlebt haben. Aber wie kam es jetzt vor allem zu dieser Krise? Mhm. Der Ausgangspunkt der Krise, glaube ich, ist nicht der Ausgangspunkt, sondern die Geschichte ist eine relativ lange Geschichte. Das versucht dieser Hyman Minsky, auf den Sie kurz rekurrierten, zu erklären. Langfristig baut sich da ein Vertrauen auf, das, wie gesagt, sehr schnell dann enttäuscht werden kann. Langfristig werden Regulierungen, die bestanden, werden abgebaut. Wir haben eine Welle von Deregulierungen in verschiedenen Märkten gesehen. In den Finanzmärkten haben wir das noch gar nicht mal, würde ich behaupten, so gesehen, dass wir eine Welle von Deregulierung gesehen haben, sondern es haben sich neue Finanzformen, Finanzierungsformen herausgebildet, die nicht reguliert wurden, weil man eben gesagt bekam, lasst die Märkte so. Das wird am besten, wenn es unreguliert vonstatten geht. Das hat sich wieder als sehr falsch herausgestellt. Minsky zeigt dann auf, dass sich so Zyklen, wir haben ja auch vorher schon Finanzzyklen erlebt, das ist ja nicht die erste Krise seit 1930, auch nicht die erste Finanzkrise seit 1930, Ende der 80er oder der zweiten Hälfte der 80er Jahre haben wir so eine Finanzkrise schon mal erlebt. Dann nach der New Economy Bubble Ende der 90er Jahre, also wir haben schon Vorboten erlebt. Aber die Reaktion darauf war nicht innezuhalten und zu sagen, oh, wir müssen vielleicht regulieren, das wird instabiler, sondern die Reaktion war eigentlich eher immer darauf zu sagen, die Märkte sind zu sehr reguliert, wir müssen noch befreien.
So, und dann kam der Ausgangspunkt der Krise, ist dann letztendlich relativ leicht zu lokalisieren in den amerikanischen Immobilienmärkten, wo wohl neben, also wir hatten auch relativ viel Naivität, aber auch ein bisschen krimineller Energie von Mitarbeitern, von Ratingagenturen und so weiter drin steckte, die dann einfach wirklich falsche, also nicht nachvollziehbare, vermutlich falsche, möglicherweise sogar willentlich falsche Aussagen gemacht haben. Und das hat dann dazu geführt, dass da Kreditpapiere entstanden sind, die so eigentlich nie bei einer normalen Draufsicht, Risikoeinschätzung hätten entstehen dürfen. Mhm. Aber Stichwort Immobilienmärkte, da will ich kurz einhaken und möchte Sie nochmal ins Spiel bringen, Herr Nützennadel. Immobilien ist ein Wert, etwas Beständiges. Menschen in Amerika, in Spanien, in Irland haben davon geträumt, dass sie mithilfe ihres Besitzes, ihres Hauses mal reicher werden, dass sie so ihren Reichtum mehren können. Und die Politik hat das ganz aktiv unterstützt, hat auch Banken sogar angewiesen, beziehungsweise das unterstützt, dass mehr Geld verliehen wurde, als gesund war. Ist das ein... Ja, das ist eindeutig eine der Ursachen. Und es ist nicht nur ein Versagen der Märkte, das wir hier haben, sondern es ist auch ein Versagen der Politik. Denn in der Tat hat es massive Unterstützung gegeben, und zwar nicht nur in den USA, sondern eben gerade auch in Großbritannien, in Irland, in Spanien, das haben Sie angesprochen, sozusagen auf Schuldenbasis, ohne solide Finanzierung, Immobilien zu erwerben und die Wertentwicklung eigentlich überhaupt nicht in den Blick zu nehmen. Sozusagen das Verhältnis von Schuldenaufnahme, privater Schuldenaufnahme und langfristiger Immobilienentwicklung war überhaupt nicht gegeben. Und die Kalkulationen waren alle falsch. Und man muss sich schon fragen, welche falschen Annahmen hier getroffen wurden und mit welchem irrgeleiteten Vertrauen Millionen von Menschen, Millionen von kleinen Haushalten, und das ist ja das Schlimme an der Sache, sind ja Millionen von Haushalten, die nie wieder aus dieser privaten Verschuldung herauskommen. Die Staatsschuldenkrise ist immer nur eine Sache, die wir betrachten. Diese massiven privaten Insolvenzen, die wir in diesen Ländern haben, die langfristig die Leute ins Verderben führen, die nehmen wir ja häufig gar nicht so wahr. Und die sind sozusagen so verheerend, dass wir hier im Grunde schon von einem massiven Versagen sprechen müssen, und das muss auch untersucht werden. Ich finde, es hat überhaupt keine Folgen gehabt, auch in der Diskussion, wie wir in Zukunft mit solchen Entwicklungen umgehen. Mhm. Herr Holt-Friedrich, Sie wollten... Ich muss Sie in einem Punkt korrigieren. Es ist nicht so, dass die Leute, die dann von den Banken aus den Häusern wieder rausgetrieben wurden, langfristig verschuldet waren. Das ist der Unterschied zwischen dem deutschen Immobilienmarkt und den deutschen Immobilienkrediten und den amerikanischen. In Amerika gehen Sie nicht persönlich haftend in einen Immobilienkredit. Aber in Spanien. Aber in Spanien und in Irland auch. Ja, ja, das mag sein, aber nicht in den USA. Also wir sprachen ja über den Fall USA. Da konnten die Leute, wenn sie 2-3 Jahre da gewohnt hatten und wurden arbeitslos oder konnten nicht mehr die Raten bezahlen, oder die Raten stiegen dann ja, das war ja auch so geplant, dann schickten sie die Hausschlüssel an die Bank zurück und damit waren sie aus allem raus. Das waren die Jingle Bell Letters, mit denen die Schlüssel dann in der Bank ankamen und die Bank konnte sehen, was sie mit der Immobilie macht. Die ist dann versteigert worden oder was auch immer. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass diese Entwicklung in den USA mit der leichtfertigen Kreditvergabe, da stimmen wir überein, der Auslöser war. Der Auslöser der Finanzkrise und damit auch der großen Weltwirtschaftskrise war nicht die Staatsverschuldung. In keiner Weise. Die war vielleicht eine Folge, weil dann die Konjunktur einbrach, die Defizite wuchsen und so weiter. Und die Bankenrettung musste gemacht werden. In Deutschland ist der Sprung in der Staatsschuldenquote, der nach 2008 eingetreten ist, zum überwiegenden Teil auf die Bankenrettung zurückzuführen, weil die Schulden der Banken auf die Staatskasse übernommen wurden und nicht auf eine unsolide Finanzpolitik. Es sei denn, man wolle sagen, dass die Bankenrettung unsolide war. Aber das kann man ja nun auch nicht sagen, nicht? Denn ein anderes Verhalten hätte ganz katastrophale Folgen gehabt. Für Sie wollten... Ja, ich würde gerne nochmal das Stichwort Leichtfertigkeit unterstreichen. In der Leichtfertigkeit liegt auch eine gewisse
Erfahrungsresistenz zugrunde. Ich meine, ich bin noch ein Flüchtling und war selbstverständlich, wenn man versuchte, sich in die Immobilie zu erwerben, dass man einen Gutteil in Bausparverträge investiert, über lange Zeit einen Gutteil in einen Bankkredit und einen Gutteil in ein Eigenkapital. Dass man das aber mit verschiedenen Raten, kann man da hin und her schieben, überhaupt nicht mehr im Blick hat, ist doch eine Leichtfertigkeit, wo man den Kopf schütteln muss. Und die Leichtfertigkeit betrifft dann viele Seiten. Das betrifft die Banken, das betrifft, soweit die USA ja ganz wesentlich ist, die US-Notenbank und deren Führung. Und es betrifft dann aber auch ein bisschen das Publikum. Wir sollen die armen Individuen ja nicht immer zu verantwortungslosen Personen erklären. Und es geht dann weiter in den Journalismus. Ich möchte dann noch auf einen Punkt hinweisen. In den 80er Jahren war ich in der Schweiz. Und in der Schweiz gab es damals schon die Immobilienkrise. Weil üblicherweise wurden damals 60-80% eines Hauswertes belehnt. Und das ging dann bis 100-120%. Und plötzlich brach das zusammen. Da gingen eben einige Banken, wie die Thuner Bank und eine Freiburger Hypothekbank, gingen bankrott. Die Berner Bank musste mit Milliarden Geldern vom Steuerzahler bezahlt werden. Und was mich überrascht ist, dass ich weder in der europäischen noch in der amerikanischen Debatte irgendeinen Hinweis auf diese Erfahrung gesehen habe. Und wenn, vielleicht in irgendeiner kleinen Fußnote. Das finde ich die Leichtfertigkeit. Man ist nicht bereit, fremde Erfahrungen zu übernehmen und dann darf man sich ein bisschen nicht wundern. Und da meine ich neben den Fachleuten, den Wissenschaftlern, die, wie ein Philosoph mal gesagt hat, einem Modellplatonismus nacheifern, nämlich eigentlich nur Modelle entwickeln, die mit der Wirklichkeit wenig zu tun haben und über die man sich nicht wundert, wenn sie die Wirklichkeit nicht verstehen. Aber neben den Wissenschaftlern betrifft es auch, ich sage es noch einmal, die Journalisten und die Politikberater, die volkswirtschaftliche Hintergründe haben. Spätestens die müssten doch erstens die Erfahrung haben, auf die ich hingewiesen habe, und zweitens wissen, dass man mit mathematischen Modellen nicht die Welt erklären kann. Also wir sitzen alle in einem Boot und wir sind alle in die gleiche Richtung gerudert, die Journalisten mit einbezogen. Ich möchte noch einen Punkt vorausstellen, was an den Immobilien aufgehängt ist. Sie sprechen von Leichtfertigkeit. Es gab trotz allem einen guten, würde ich es jetzt mal nennen, Hintergedanken, nämlich der Gedanke war, dass viel mehr Menschen Vermögen aufbauen können. Das war ein großer Gedanke, zum Beispiel in Amerika oder auch in Irland. Das sind Länder, die sehr viel Armut, also nicht Amerika, aber Irland, die sehr viel Armut durchgemacht haben, die irgendwann diesen Aufschwung gemacht haben. Spanien, die nach ihren großen Krisen wieder leben konnten, viel stärker wuchsen als die Deutschen. Deutschland war der kranke Mann und die Spanier waren plötzlich wohlhabend oder zumindest die Wirtschaft wuchs dort. Ist das nicht auch was Positives? Ja, aber man muss es doch sozusagen mit richtigem Maß machen. Wie die Griechen sagen, mit Denagan nichts im Übermaß. Natürlich sollte man kurzfristig, mittelfristig und langfristig den Menschen helfen, ein Vermögen aufzubauen und auch in ihren eigenen vier Wänden und nicht nur in Fremden zu wohnen. Aber man muss den entsprechenden Rhythmus dafür rechnen. Wir können doch genauso wenig sagen, wir können in 5 Jahren Wissenschaftler werden, sondern müssen wir ein Abitur machen, dann müssen wir ein langes Studium machen und noch weitere Dinge. So muss man diesen Dingen auch eine gewisse Zeitperspektive einbringen. Und wenn man so will, um etwas moralisches Wort einzubringen, dahinter steckt eine Gier, die Erfahrung, die ja alle hatten, diese Erfahrung zu überspringen suchten. Und das muss man dann schon allen Beteiligten vorwerfen. Ja, und da hat es auch gefehlt an Ratsuche bei Wirtschaftshistorikern. Es gibt ja in der Geschichte genug Beispiele, wo sowas wie in der Schweiz schon passiert ist oder in der Weltwirtschaftskrise. Und wenn Sie sagen, die Deregulierung war ein wesentlicher Faktor, dann kann ich das nur unterstreichen und ergänzen, dass das Gebilde an Regulierung, was unmittelbar nach der großen Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren in den USA, bei uns mit dem Kreditwesengesetz und so weiter, aufgebaut war, dann seit den 70er Jahren peu à peu demontiert worden ist. Ob das nun Bankenfusionen sind, ob das nun der Glass-Steagall Act ist, der ein zentraler Punkt war in den USA, die Aufsicht ist dann dezentralisiert worden an die Banken selber. Die mussten nur noch ein Modell der Regulierungsbehörde präsentieren und nicht mehr die Einzelfälle und so weiter. Man hat es systematisch abgebaut. Da die Vorkehr gegen eine erneute große Weltwirtschaftskrise. Und da kann man sich nicht wundern, wenn die dann irgendwann wieder eintritt. Also doch nicht mehr Freiheit, sondern mehr Regeln. Es ist zu weit getrieben worden. Oder andere Regeln. Ich würde nicht sagen, dass es
Deregulierung der Finanzmärkte war, nochmal, sondern eher mangelnde Regulierung. Mhm. Und Ausgangspunkt, ich weiß nicht, ob wir da jetzt zu sehr das vertiefen sollten, aber mir scheint der Ausgangspunkt nicht so sehr eine Leichtfertigkeit oder vielleicht ein in etwas hineintapfen gewesen zu sein, sondern wir haben institutionelle Anreize gehabt. Stichwort Boni-Systeme für Manager von Banken, die mussten Kredite raushauen, sag ich jetzt mal. Ja, die Leichtfertigkeit, und, die ich meine, ist ja doch, dass man diese Anreize geschaffen hat. Und dahinter steckt sozusagen eine Meta-Leichtfertigkeit. Ja, ich meine, so ist es doch. Kann ich mich vielleicht darauf einlassen. Aber ja, das, was ich meine, ist, wie gesagt, man hat damit Anreize gesetzt, Kredite an Menschen zu vergeben. Ich halte das für vollkommen normal und überhaupt nicht verwerflich, dass Politik versucht, Vermögensbildung, also Immobilienbesitz zum Beispiel, auch in Händen von Menschen oder Haushalten zu fördern, die nicht über so hohes Einkommen verfügen. Aber Kredite und damit einen Hauskauf zu belasten, an Menschen zu vergeben, die keinerlei Einkommen hatten. Das keine waren Sicherheit, in so USA. Weit ging es ja. Ne? Ja, die Sicherheit war dann eben das Haus, das ist ja, ja. Der Punkt. Und das Wetten darauf, dass der Preis des Hauses steigen wird. Aber die keinerlei Sicherheit haben, damit keine Chance haben, den Kredit irgendwann mal, außer über den Verkauf des Hauses am Ende, zurückzahlen zu können. Das ist so eine Form von Finanzierung, die dieser Hyman Minsky Ponzi-Finanzierung nennt, nach einem italienischen Hütchenspieler sozusagen. Mhm. Und das macht eigentlich kein Banker, der im Zweifelsfall am Ende dafür haften muss, für das, was er macht. Und diese Haftung ist eben untergraben worden über sogenannte strukturierte Verbriefungen, also über Pakete von Kreditpapieren, deren Risiko niemand einschätzen konnte. Ja, auch wenn man noch so guter Finanzmathematiker vielleicht war, niemand einschätzen konnte. Gleichwohl sind diese Pakete mit einem Stempel von Ratingagenturen versehen als relativ unbedenklich verkauft worden. So, wenn ich so ein Szenario, so einen institutionellen Anreiz habe, dann funktioniert das eben, also das heißt, es funktioniert am Ende nicht, weil irgendwann die Immobilienpreise natürlich wieder fallen werden, also diese Blase platzt und dann das ganze Hütchenspiel zusammenbricht sozusagen. Naja, würde ich nicht sagen als eine Leichtfertigkeit, sondern da steckt schon auf der einen Seite diese Anreizstruktur, auf der anderen Seite aber auch ein gewisses Maß an krimineller Energie bei denen dabei, die trotzdem Attestate vergeben haben, wo sie genau wussten, das kann ich eigentlich mit gutem Gewissen nicht tun. Aber die Regierung, unsere Regierung, hat auch einen Fehler gemacht, hat nämlich den Banken erlaubt, diese AAA bewerteten Papiere in das Portfolio zu übernehmen, ohne Eigenkapital hinterlegen zu müssen. Das heißt, die Banken, die haben sich ja immer mehr auf andere Instanzen verlassen und die Regierung hat es erlaubt. Statt dass man den Banken die Pflicht auferlegt, jedes Kreditengagement selbst zu prüfen. Das ist ja völlig weggefallen. Ich möchte noch einen Akteur mit einbeziehen, den wir noch gar nicht genannt haben, die Notenbanken der wichtigsten Länder dieser Welt, die amerikanische Notenbank, die Europäische Zentralbank, die jetzt sozusagen dafür verantwortlich sind, dass wir das nicht alles zusammengebrochen ist. Aber waren sie nicht damals und immer noch einer der Verursacher der Krisen, Mitverursacher, niedrige Zinsen als Stichwort? Herr Nazionali? Das ist schwierig zu sagen. Also ich würde die Rolle der Notenbanken bei der Entstehung der Krise nicht so hoch bewerten oder jedenfalls das Versagen im Rahmen des sozusagen der politischen Möglichkeiten nicht so hoch ansetzen, wie das häufig getan wird, sondern ich habe eigentlich den Eindruck, dass die Notenbanken im Wesentlichen nicht vielleicht, was die amerikanische Notenbank anbetrifft, da würde ich das vielleicht nochmal anders einschätzen, aber wenn wir Europa anschauen, die EZB anschauen, würde ich nicht sagen, dass das sozusagen eine Politik des leichten Geldes war, die nun die Krise ursächlich mit verursacht hat. In den USA war es vielleicht anders, aber auch hier würde ich sagen, hat das den Prozess vielleicht unterstützt, aber ob es tatsächlich ausschlaggebend war für die Entstehung der Krise, würde ich eher nicht sagen. Mhm. Als Zeitungsleser bin ich da etwas skeptisch. Ich habe später gedacht, der Greenspan hat Glück gehabt, dass er zurückgetreten ist und sein Buch geschrieben hat, bevor die wirkliche Krise losgegangen ist. Er wäre nicht so sehr gelobt worden für seine Politik des billigen Geldes und für seine Politik, die doch mitgeholfen hat, ich weiß nicht in welcher sanften Weise, im Sinne der vorhin genannten auch Psychologie, der Moderation vielleicht, indem er den entsprechenden Firmen doch angeraten hat, seid doch etwas großzügiger mit eurer Geldvergabe. Der hätte, als man
der ist doch selber Politiker. Der Chef einer US-Notenbank ist in einem ganz hohen Maße Politiker und zugleich wieder unabhängig vom Kongress und den anderen US-Parlamenten. Ich hatte im Nachhinein den Eindruck, oder auch vorher schon ein bisschen, er hat das gemacht, was Herr Heise jetzt etwas in Frage stellt, auf leichtfertige Weise Anreizstrukturen geschaffen, deren Katastrophe wir kennen. Ja. Sie möchten noch was sagen. Dem würde ich widersprechen. Also ich denke, ich würde die US-Notenbank oder die Notenbanken eigentlich weltweit jetzt in der gegenwärtigen Situation sowieso, aber auch was den Auslöser der Krise angeht, aus der Verantwortung weitgehend entlassen. Allein deshalb, weil die Zentralbanken relativ klare Aufgabenstellung haben. Die Aufgabenstellung ist Stabilisierung des Preisniveaus. Preisniveau ist definiert als erstmal Konsumgüter, also dieser Warenkorb. Darüber hinaus untergeordnet haben sie dann noch die Aufgabe, wenn dieses Ziel nicht gefährdet ist, die Konjunktur zu fördern. Ja, das Ganze muss man vielleicht nochmal dran denken, 2001 nach der Terrorattacke auf das World Trade Center und den relativ, also ansatzweise auch damit verbundenen, aber ansonsten eher zufällig zeitgleichen Abschwung der Konjunkturen. Darauf hat die US-Notenbank eigentlich ziemlich regelgebunden, regelgestützt reagiert. Gut, einige sagen vielleicht, sie hat die Regel ein bisschen unterschritten, sozusagen noch einen stärkeren Push gegeben. Andere sagen, das ist genau gut so, dass sie das gemacht hat. Die europäischen, die EZB war da eher etwas zu restriktiv, wie auch immer. Sie hat ihre Ziele verfolgt. Ein weiteres Ziel auch noch, eine Asset Price oder also eine Vermögenspreis Kontrolle zu haben, ist A, erstmal nicht ihr Ziel und B, gibt es da so eine Regel nach einem holländischen Finanzwissenschaftler oder Ökonomen benannt, die nennt sich Tinbergen-Regel und die ist durchaus sinnvoll, würde ich meinen. Die sagt, man muss einer Institution mindestens so viele Instrumente an die Hand geben, wie sie unabhängige Ziele zu verfolgen hat. Ja, die Zentralbank hat im Wesentlichen sozusagen zur Feinsteuerung nur ein Instrument, das ist die Zinspolitik. Also kann sie im Wesentlichen auch nur ein unabhängiges Ziel haben. Ihr jetzt weitere Ziele gibt, wie gesagt, die Konjunktursteuerung ist schon ein zweites, vermutlich unabhängiges Ziel. Da wird sie schon ansatzweise überfordert. Aber noch ein drittes, das geht einfach nicht. Aber da müssen wir ihr mehr Instrumente an die Hand geben. Genau, ich sage, sie hat sich da relativ normal verhalten, so wie wir das von ihr erhofft haben, Preisstabilität sichern und Inflationsgefahren nicht auslösen, aber gleichzeitig auch noch die Konjunktur unterstützen. Aber ein Instrument ist doch das Wort. Und es kommt nicht nur darauf an, ob jetzt eine Zinssenkung oder eine Zinssteigerung stattfindet, sondern immer diese weisen Worte, die vor oder nach gesagt werden, die entschlüsselt werden, die mehrdeutig sind. Und in der Hinsicht glaube ich nicht, dass Greenspan so vollständig entlastet werden kann, wie das manche Ökonomen, aber auch andere eben auch bezweifeln. Er hat ja selber zugegeben, dass er Fehler gemacht hat. Genau, ja. Die Rolle der Notenbanken wird jetzt gerade neu diskutiert. Janet Yellen und Mario Draghi haben beide sozusagen in ihrem Sinne gesprochen, mehr geht nicht. Wir sind vor allem für die Preisstabilität zuständig. Die Bank der Zentralbanken, die BEZ, sagt gerade, das stimmt nicht. Die Notenbanken müssen mehr Verantwortung übernehmen, müssen sich auch Kredite anschauen und nicht nur die Preise. Und von da ausgehend möchte ich jetzt auf Kredite und entsprechend auf Schulden und Verschuldung kommen. Ich möchte zu bedenken geben, dass wir eine Staatsverschuldung aller 18 Euro-Staaten jetzt im Jahr 2014 von genau 9.440 Milliarden Euro haben oder fast 10 Billionen Euro. Umgerechnet, das ist eine 1 mit 13 Nullen. Das ist 30% mehr als 2007. Die Schuldenquote von Privaten und Staaten in entwickelten Ländern liegt bei 275%. Also das Schuldenberg ist so hoch wie noch nie. Schulden sind das Hauptproblem. Die Summe, die Sie am Anfang nannten, betrifft das nur die jeweiligen Staatsschulden? Oder das waren nur die Staatsschulden. Aber also nicht die, zum das waren, das sind die Länder- und die Kommunenschulden? Doch, das sind die öffentlichen Schulden, die sind mit. Die werden ja oft nicht mitgerechnet. Ja, die sind aber okay, in dem Fall mit, genau. Aber keine privaten Schulden. Ja, das ist klar. Ja. Der ehemalige Vorsitzende der britischen Finanzaufsicht, der Turner, hat von einer Debt Addiction gesprochen, von einer Abhängigkeit von Schulden. Also, dass wir quasi ja, wie ein Süchtiger von Schulden abhängig sind. Stimmt das? Also, man muss, wenn man das Wort Schulden gebraucht, die Kehrseite mit ins Blickfeld nehmen. Das ist das Geldvermögen. Ohne Schulden gibt es kein Geldvermögen. Das heißt also, wenn Sie Ihre Sparbücher haben oder die Bausparverträge oder irgendwo investiert sind, dann ist
Die Rückseite dieser Medaille sind die Schulden. So, und es gibt Leute, es gibt private Haushalte, die können sich verschulden, tun das in der Regel für Immobilien oder auch Konsumentenkredite. Es gibt Unternehmen, die früher den Großteil des Ersparnisaufkommens absorbiert haben. Das können sie heute nicht mehr, weil in einem Ausmaß weltweit Ersparnisse anfallen, dass die unternehmerische Wirtschaft das nicht absorbieren kann. Dann muss es also andere geben, die da einspringen. Und deswegen ist schon seit den 20er Jahren in Amerika der Konsumentenkredit gefördert worden. Und diejenigen, die den größten Zuwachs an Schulden hatten, das war der Finanzsektor. Da ist die Verschuldung seit den 90er Jahren geradezu explodiert. Und die Schulden des Finanzsektors sind ihre Lebensversicherung oder ihre Einlagen bei Banken. Und das ist geradezu explodiert. Und dem stehen auf der Aktivseite häufig nicht sehr solide Anlagen gegenüber. Da liegt ein Riesenproblem. Und deswegen musste ein Teil der Verschuldung des Finanzsektors auf die Staatskasse übernommen werden, um die Banken davor zu bewahren, dass sie pleite gehen. Gibt es einen Konsens, dass Schulden per se also nicht schlecht sind? Ja, also nein. Der Nicht-Ökonom. Ab wann wird es denn schlecht? Gibt es darüber? Das ist eine andere Frage, aber ich meine, ich lebe seit einer Zeit im Bundesland Baden-Württemberg und das Modell wird ja inzwischen bis in die Politik getragen, der sogenannten schwäbischen Hausfrau. Man macht nicht automatisch, zunächst spart man. Und dann macht man eventuell eine Ergänzung dessen, was man gespart hat, wie ich vorhin angedeutet habe, macht man noch Schulden. Wenn man einen Gutteil Eigenkapital hat, was man heute auch von den Banken verlangt, und auf Grundlage des Eigenkapitals, des damit auch nachweisbaren Vertrauens bei Banken, das ist jemand, der hat seit ein paar Jahren dafür gespart und von dem kann man erwarten, dank seines Berufes, dass er noch weiterhin sparsam lebt. Auf dieser Basis können es dann auch Schulden kommen, aber eher in zweiter Hinsicht und nicht in erster. Jetzt spreche ich primär von Privaten. Was Sie gerade genannt haben in Unternehmern, ist natürlich was ganz anderes. Da würde ich vorsichtiger sein, dass sozusagen Unternehmer, wenn sie große Ideen haben und die sich auch als tragfähig erweisen, dann sollten sie durchaus auch Schulden machen, aber auch wieder im Rahmen ihres gewissen Eigenkapitals. Ich wohne in Baden-Württemberg, wie Sie inzwischen wissen. Und da gibt es ja die vielen mittelständischen Unternehmer. Gibt es, glaube ich, proportional am meisten in Deutschland. Und da kenne ich sozusagen zwei Typen. Ich versuche als Philosoph auch Erfahrung zu sammeln. Die eine sagt, wir machen überhaupt keine Schulden. Wir führen so gut unsere Geschäfte, dass wir uns ausweiten können und immer mit dem eigenen Kapital oder mit minimalen Schulden uns vergrößern können. Und die andere Seite macht dann eben ein höheres Maß Schulden. Und jetzt in der Beobachtung ist der erste der bessere Unternehmer. Und zwar die Beobachtung dessen, was Erfolg rauskommt. Der zweite besteht in Gefahr, sogar insolvent zu gehen. Also ich bleibe dabei, Schulden gehören zu unserem Wirtschaftssystem, meinetwegen, aber erst an zweiter Stelle und nicht an erster. Herr Nützenade, ich glaube, es ist natürlich empirisch immer schwierig zu fassen, aber es ist sicher so, dass wenn wir ein Wirtschaftssystem hätten ohne Schulden, dass wir ein sehr viel geringeres Wohlstandsniveau hätten. Also ich glaube, dass sozusagen die Dynamik des Wirtschaftssystems ein gewisses Maß an Schuldenmachen einfach voraussetzt und das betrifft, glaube ich, nicht nur die Unternehmen, sondern das betrifft auch den Staat und es betrifft auch die privaten Haushalte. Und ich möchte auch nochmal hinzufügen, es ist ja nicht nur die Frage, was ist sozusagen das absolute Schuldenniveau, sondern es gibt Schulden, die solide sozusagen verankert sind, die man auch sozusagen die wirtschaftliche Entwicklung nicht behindern. Und es gibt Schulden, die problematisch werden. Das ist auch eine Frage der Höhe. Und es ist vor allen Dingen die Frage, was macht man mit dem Geld, das man aufgenommen hat? Sie können ja Geld aufnehmen und es für Investitionen verwenden. Dann hat es sicher einen großen volkswirtschaftlichen Nutzen haben. Wenn Sie es aber nur für Konsum ausgeben, dann sind die Effekte vielleicht wieder andere. Also ich glaube, die Debatte, die sozusagen sich nur mit Defizitquoten zufrieden gibt und sagt, naja, wo stehen wir gerade, EU 90% der öffentlichen Schuldenquote und so weiter, die ist doch sehr stark verkürzt. Und ich möchte noch ein zweites Argument hinzufügen. Historisch betrachtet hat es immer Schulden gegeben. Die Staatsschulden waren zum Teil im 19. Jahrhundert in der Industrialisierung höher
als sie heute waren, wenn Sie gerade mal die sozusagen Problemländer Europas, also Südeuropa und so weiter anschauen, haben Sie zum Teil höhere Schuldenquoten im 19. Jahrhundert gehabt als heute. Insofern sind Schulden gar nichts sozusagen historisch betrachtet Neues und sie sind, man muss sie sozusagen einordnen. Ja, es kommt, glaube ich, sehr darauf an, wie sie wirken, wie sie finanziert werden und für was das Geld eingesetzt wird. Da kann ich was ergänzen. Die Staatsschuldenquote, die bei uns ja so um die 80% im Augenblick liegt, wird immer als die problematische Größe angesehen. Dabei wird überhaupt nicht genau das, was Sie gesagt haben, berücksichtigt, was denn mit dieser Kreditaufnahme gemacht worden ist. Also wofür der Staat Kredite aufgenommen hat. Und er hat bei uns, abgesehen jetzt von der Bankenrettung, die notwendig war, in zu großem Umfang vor der Finanzkrise Kredite aufgenommen, um den allgemeinen Haushalt zu finanzieren, um Sozialausgaben mitzufinanzieren und so weiter. Das kann man ja schlecht auseinanderhalten. Jedenfalls nicht für Vermögensbildung, staatliche Vermögensbildung. Und da gibt es Zahlen, die von der Bundesbank herausgegeben werden. Da werden die staatlichen Vermögenswerte, die man dann grob schätzen kann, gegenübergestellt der Staatsverschuldung. Und was wir dort feststellen für die Bundesrepublik ist, dass der Nettovermögensbestand, also die Vermögenswerte, die der Staatsebene gehören, abzüglich der Schulden der Staatsebene, dass der seit Anfang der 90er Jahre von ungefähr knapp einer Billion auf null gefallen ist. Und das ist die eigentlich dramatische und gefährliche Entwicklung, die wir in Deutschland haben. Deswegen haben wir marode Straßen, marode Schulen überall. Es wird zu wenig investiert. Und für Investitionszwecke war es immer Konsens, dass man da auch mit Schulden arbeiten kann, auch im Staatssektor. Und da ist der Unterschied zu schwäbischen Haus. Ich möchte Sie gleich zu Wort kommen lassen, dann möchte ich auch das Thema Schuldenüberhang, ab wann werden Schulden dann doch gefährlich bzw. schädlich und gute und schlechte Schulden möchten wir oder müssen wir uns auch nochmal genauer anschauen. Herr Höfe. Ja, aber ich würde das eigentlich ergänzen, den letzten Teil habe ich nicht vorher vorgesehen. Es wird eben nicht investiert in unsere Infrastruktur. Unsere Straßen sind ja ganz deplorabel. Jetzt brauchen wir sozusagen Sondergelder, obwohl die Steuereinnahmen sprudeln, ja. Obwohl die kommunalen Abgaben immer stärker werden, brauchen wir Sondergelder für die Straßen, für die Brücken, für die Eisenbahn, ja. Die Bildungseinrichtungen wie Musikschulen und Bibliotheken der Städte werden immer weniger unterstützt, ja. Sportvereine auch gar nicht. Und da kann man nur den Kopf schütteln. In unserem Bundeshaushalt gehen ungefähr 40% in Arbeit und Soziales, 10% in die Schuldentilgung. Und da können wir Glück haben bei den derzeitig niedrigen Schulden. Wie wäre es, wenn der Zinssatz doppelt oder dreimal so hoch wäre? Dann hätten wir Arbeit und Soziales plus Schuldentilgung etwa 60-70%. Dann würden wir noch weniger investieren können. Dann werden wir noch mehr Steuern zahlen, wobei man darüber ja nicht streiten muss, sondern die Frage, wohin gehen die Steuern? Und sie gehen nicht dorthin, wo wir gesagt haben, der Solidaritätszuschlag geht zum kleinen Teil in den Osten und nicht zum vollen Teil. Die Ökosteuer geht überhaupt nicht in die Straße und in die Eisenbahn. Und das muss ich sagen, um den Bogen wieder zum Vertrauen zu schlagen, das erschüttert doch das Vertrauen in die Politiker. Die haben gute PR-Leute, die fähig sind, eine Steuer, die eigentlich der Haushaltssanierung dient, Ökosteuer zu nennen. Eine Steuer, die eigentlich wiederum der Haushaltssanierung nennt, Solidaritätszuschlag zu nennen, was wir alle gerne machen. Aber es landet dort nicht. Punkt. Aber kann man dann ruhigen Gewissens sagen, es ist gut, wenn in schlechten Zeiten, wie vor allen Dingen im Süden Europas, der Staat mehr Geld in die Hand nimmt, um Wachstum zu fördern? Kann man dem Staat vertrauen, wenn er mehr investiert? Wo geht das Geld hin? Was macht er damit? Die Frage an mich. Ah ja, ich an Sie gestellt, Entschuldigung. Also A bleibt uns, glaube ich, nichts anderes über, als da dem Staat zu vertrauen. Was wollen wir machen? Wir sollen erstmal nochmal festhalten, glaube ich, dass es eben ein Unterschied ist, dass der Staat oder eine Volkswirtschaft insgesamt eben keine schwäbische Hausfrau oder schwäbischer Hausmann ist. Also statt, wie das vielleicht der schwäbische Hausmann macht, nur so viel ausgeben, wie er einnimmt, sollte der Staat zumindest, das ist die sogenannte goldene Regel, durchaus sich für das, was er investiv verwendet, verschulden können. Mhm.
Ja, wir haben jetzt eine Verfassungsregel eingebaut, die nicht mal mehr das zulässt. Also von daher glaube ich nicht sehr sinnvoll ist. Und die, wenn diese Verfassungsregel dann wirklich umgesetzt wird, wenn wir das Vertrauen in die Politiker da haben, dass sie das tun, werden wir in relativ langer Zeit vermutlich, aber trotzdem auf den Schuldenstand von null langsam runter konvergieren. Wenn wir davon ausgehen, dass wir weiterhin Wirtschaftswachstum haben, uns aber nicht mehr verschulden können, dann wächst sozusagen eben unser, das, worauf unser konstanter Schuldenstand bewertet wird, wächst immer weiter. Also unsere Schuldenquote wird dann irgendwann so gegen null gehen. Null Verschuldung für einen Staat, ne, hat der Holtferrer ja vollkommen richtig gesagt, dem muss man ja auch die Vermögensseite gegenüberstellen, macht, glaube ich, keinen Sinn. Die Investition hat aber in den letzten Jahren eben nicht stattgefunden. Ja, das ist wahr, der hat viel zu wenig stattgefunden. Ja, aber auch wegen der Schuldenbremse im Grundgesetz. Das ist ja relativ spät gekommen. Ja, aus zwei Gründen. Investition hat deshalb nicht stattgefunden, weil das immer der einfachste Posten in einem Haushalt ist, den man kürzen kann, weil es da weniger soziale Widerstände offensichtlich gibt als bei anderen Posten. Die Grundlage der Problematik, glaube ich, ist dann aber eher daran zu sehen, dass eben die Einnahmen nicht mehr so gewachsen sind, wie sie hätten wachsen müssen, um die zusätzlichen. Wir haben eigentlich, der Staat muss eigentlich vermutlich mehr Aufgaben übernehmen als in den 50er, 60er Jahren. Wir haben alternde Gesellschaften, wir haben mittlerweile eben, wie gesagt, immer marodere Infrastrukturen. Und wir kommen offenbar in ein wirtschaftliches Fahrwasser, das eben mehr staatliche Interventionen, wenn es Bankenrettungsprogramme sind, erfordert, als das in der Vergangenheit. Also Vergangenheit meine ich jetzt so die relativ goldene Phase unserer Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg. So, und mehr staatliche Bereitstellung von staatlichen, von öffentlichen Gütern, wie soziale, wie ökonomische Sicherheit, erfordert eigentlich mehr Einnahmen für den Staat. Wir haben gesehen, dass insgesamt die Steuereinnahmequote relativ konstant geblieben ist. Sie ist auch nicht gefallen. Sie ist in jedem Fall nicht gestiegen, sondern sie ist konstant geblieben. Die Besteuerung von Einkommen ist allerdings deutlich zurückgegangen, vor allem natürlich von Unternehmenseinkommen sozusagen. Mhm. Die sehr regressive Mehrwertsteuer, die ist immer weiter erhöht worden. Also haben wir auch eine sehr unschöne Umschichtung sozusagen. Mhm. Aber das, glaube ich, ist eher das Problem. Wir haben nicht geschafft, mit den Anforderungen, die wir an den Staat stellen, und das ist eigentlich, glaube ich, auch eine ziemlich normale Entwicklung, dass mit ökonomischer Entwicklung auch eine stärkere Anforderung an die Bereitstellung öffentlicher Güter stattfindet, dem das auch die Einnahmeseite sozusagen zur Seite zu stellen. Ja, da ist der Neoliberalismus schon so ein bisschen schuld, ein Klima geschaffen zu haben, das eben die Steuern immer mehr gesenkt hat, statt sie den Erfordernissen anzupassen. Es geht nicht darum, sie immer mehr zu erhöhen, das will auch keiner, einfach den Erfordernissen anpassen. Ich stimme völlig zu. Viele wissen nicht, dass das Wachstum der Staatsschulden in der Bundesrepublik in den goldenen Jahren, also sagen wir mal von 1950 bis Anfang der 70er Jahre, viel höher war als in den letzten Jahrzehnten. Mhm. Viel höher. Aber die Staatsschuldenquote war konstant, weil natürlich der Nenner, das Bruttoinlandsprodukt, auch viel stärker wuchs. Da waren ja Wachstumsraten von 8-10% auf im Zähler und im Nenner. Und das bringt mich darauf, dass immer nur in Deutschland über den Zähler die Staatsschulden geredet wird. Und niemand redet darüber, dass jeder Quotient auch durch Veränderungen im Nenner beeinflusst werden kann. Sobald wir mehr Wachstum hätten, würde sich auch die ganze Problematik entschärfen. Und in England, nach den napoleonischen Kriegen, da lagen die bei knapp 300% des BIP an Staatsverschuldung, und ohne dass zurückgezahlt worden ist, ist das dann bis 1914 auf 30% gefallen, allein durch das Wirtschaftswachstum und nicht durch Inflation. In den USA hat Ähnliches nach dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden. Ist es nicht genau die Diskussion, die gerade innerhalb Europas stattfindet, wo wir auch das Wort Schuldzuweisung mal verwenden müssen, nämlich der eine, der aus Sparen pocht, also der vermeintlich Gute, der andere, der Verschwender, der vermeintlich Schlechte, der jetzt aber auch danach ruft, wir möchten auch wieder wachsen, um von unseren Schulden runterzukommen. Und die andere Seite sagt, nein, zuerst müsst ihr mal sparen und eure Schulden abbauen und dann könnt ihr wieder wachsen. Ja, ja. Was machen wir denn damit? Herr Nützenadel. Naja, es gibt natürlich einen richtigen Appell, dass man sozusagen grundsätzlich dieses Schuldenproblem irgendwann wieder in den Griff kriegen muss und dass man sozusagen nicht alle Schleusen öffnen kann.
Das muss man ja auch irgendwo politisch vermitteln. Aber ich glaube, in der aktuellen Situation sind die Möglichkeit des Schuldenabbaus oder der Schuldenkonsolidierung in den südeuropäischen Ländern unglaublich gering. Die haben ganz andere Probleme. Die kommen sozusagen aus eigener Kraft nie aus dieser Verschuldung raus, wenn sie nicht in der Lage sind, ihre Volkswirtschaften wieder in Gang zu kriegen. Und ich glaube, das ist sozusagen das Hauptproblem. Das heißt, die brauchen in irgendeiner Art und Weise zumindest ein Moratorium oder die brauchen sozusagen eine Situation, in der sie sozusagen die Entschuldung verschieben. Und historisch betrachtet hat es nie ein Zurückzahlen von Staatsschulden gegeben. Es ist historisch sehr, sehr selten, dass Staaten wirklich ihre Schulden zurückgezahlt haben, sondern es hat eigentlich in der Regel entweder Schuldenschnitte gegeben oder es hat über Inflation sozusagen indirekten Schuldenabbau gegeben oder es hat drittens durch das, was Herhold Frerich beschrieben hat im Grunde durch ein volkswirtschaftliches Wachstum eine Relativierung der bestehenden Schulden gegeben. Das ist eigentlich das, was wir, das wollen wir nicht so akzeptieren, weil wir sozusagen das Gefühl haben, ich nehme einen Kredit auf, den bezahle ich auch sofort zurück. Die Staatsverschuldung funktioniert nach anderen Regeln, ja, jedenfalls, wenn wir es historisch sehen. Und ich glaube, wir sollten die Situation, die wir gegenwärtig haben, vielleicht auch vor dem Hintergrund der historischen Erfahrung etwas anders einordnen. Und dann müssen wir nochmal unterscheiden zwischen den verschiedenen Ländern. In Südeuropa wird ja immer schnell in eine Schublade gesteckt. Die Situation in Italien und in Griechenland ist eine ganz andere als in Portugal oder in Spanien, wo die Staatsverschuldung was ganz Neues ist. Eine reine Folge sozusagen der Immobilien- und Wirtschaftskrise. Ja. Vorher waren die nämlich auf relativ niedrigem Schuldenniveau, während wir in Italien und in Griechenland eine sehr viel längere Tradition sozusagen der öffentlichen Verschuldung haben und auch ein Problem, dass diese Schulden überwiegend für Konsumzwecke, für Staatskonsum verwendet wurden. Die sind überwiegend ins Pensionssystem reingegangen und das ist natürlich ein strukturelles Problem, das diese Länder schon angehen müssen. Ja, die müssen schon etwas an ihrer Ausgabenstruktur verändern, um sozusagen wirtschaftlich wieder in eine solide Entwicklung zu kommen. Aber es ist nicht nur ein Problem sozusagen des absoluten Abbaus oder des schnellen Abbaus von öffentlichen Schulden. Darf ich ganz kurz an Herrn Höffli die Frage richten, diese Schuldzuweisung innerhalb Europas, innerhalb der Eurozone vor allen Dingen, was bewirkt das? Wie gefährlich ist das? Ich meine, das ist eine empirische Frage und insofern kann man da keine Antwort als Philosoph geben. Dazu muss man unterscheiden. Ich glaube, die Wirkungen in den verschiedenen Ländern sind unterschiedlich. Also wie die Wirkung in Griechenland ist, ist anders als in Italien. In Norditalien wiederum anders als in Süditalien. Die Norditaliener, höre ich von meinen eben schon zitierten mittelständischen Unternehmen, sind sozusagen auch wie die Schwaben. Die sind sehr fleißig, zuverlässig, machen auch nur Schulden im Rahmen dessen, wo sie was investieren können. Und sie stolpern selber über ihre süditalienischen Personen. Also man muss dann große Unterschiede machen. Dazu kommen Mentalitätsfragen, dazu kommen dann neben der Ausgabenveränderung dann auch Einnahmen. Es ist eben, wenn man schon das Schuld im weiteren Sinne nimmt, ein gewisses Ärgernis, wenn die griechischen Reeder, glaube ich, per Verfassung oder mindestens per Gesetz überhaupt keine Steuern zu zahlen haben, auf diese Weise auch zu den reichsten Reedern in Europa geworden ist. Ist also zunächst mal ein Konkurrenzverhältnis zu anderen. Und dann auch irgendwie ist das auch schwer zu vermitteln. Aber noch einmal, die Schuldfrage finde ich so komplex, dass ich da zögere, so eine einfache Antwort zu geben. Wollen Sie direkt darauf... Nur ganz kurz als Korrektur. Die private Schuldenquote in Italien ist niedriger als in Deutschland. Die sind viel solider, sie sind viel schwäbischer. Und zwar nicht alle Italiener als die Deutschen. Das ist nämlich das deutsche Selbstbild, dass wir sozusagen... sozusagen keine Schulden machen, dass Sie hier auch so ein bisschen pflegen. Nein, das habe ich gar nicht gesagt. Sie kommen ja auch aus Schwaben, ich habe gesagt, die Norditaliener ähneln den Schwaben in vieler Hinsicht. Ich habe nicht in Bezug auf die Schulden machen gesagt. Und die Norditaliener haben wieder in anderer Weise Schwierigkeiten mit den Süditalienern. Auch wieder nicht unter der Schuldenfrage, sondern es fällt unter die Mentalitäten. Ja, aber zu der Mentalität. Es ist auffallend, dass Schulden in Deutschen denselben Stamm hat wie moralische Schuld. Das ist in keiner der anderen großen Sprachen so. Im Englischen ist das Guilt für Schuld und Debt für die finanziellen Schulden. Und das ist im Französischen auch unterschiedlich, im Spanischen, im Italienischen. Überall sind es andere Wortstämme. Und im Deutschen verbinden viele, also diese moralische Vorstellung, mit der Verschuldung. Und das ist ein Fehler. Die anderen Länder haben eine viel längere kaufmännische Tradition.
lange bevor Deutschland sich im 19. Jahrhundert entwickelt hat. Kredite sind in Italien entstanden, im Mittelalter und so weiter, so dass dort also diese Verknüpfung von moralischer Schuld und finanzieller Schuld schon in der Wortwahl gar nicht stattgefunden hat. Aber ich will noch ein Beispiel. Nur eine, ich vermute, in Skandinavien hat dieselbe sozusagen Wortzusammenhänge wie im Deutschen. Das weiß ich nicht, habe ich nicht geprüft. Und damit würde ich es auch wieder etwas relativieren. Gelegentlich gibt es etymologische Zusammenhänge und gelegentlich Unterschiede. Deshalb habe ich auch eben gezögert auf die Frage nach der Schuld. Das würde ich ungern eben in den Topf der Schulden reinwerfen, unabhängig, ob das etymologisch zusammenhängt oder nicht. Ja, ja, aber die Skandinavier waren auch relativ spät entwickelt, wie wir. Ja. Und noch was, ein Wort zur schwäbischen Hausfrau. An dem haben wir uns heute festgebissen. Ja, ich muss jetzt für alles herhalten. Da kann man etwas sehr schön verdeutlichen. Also die schwäbische Hausfrau kauft dann mit ihrer Familie ein Eigenheim, verschuldet sich dafür und hat auch entsprechend Eigenkapital, 20% oder was auch immer, eingebracht. Und dieser Kredit wird dann über die nächsten Jahrzehnte getilgt. Und daraus leiten unsere Politiker die Frage ab, wer tilgt denn unsere Staatsschuld? Ich habe das, um das mal parallel zu setzen, mir dann angesehen, wie das Volumen aller Immobilienkredite sich in Deutschland in den letzten 30 Jahren entwickelt hat. Das wächst und wächst und wächst, obwohl jeder, der einen Immobilienkredit hat, seinen natürlich tilgen muss. Aber diejenigen, die nachkommen, die später das Haus dann vielleicht kaufen, wenn es zum Verkauf steht, die zahlen ja auch viel mehr für das Haus, das ist ja im Wert gewachsen, und nehmen dann entsprechend mehr Kredite auf. Das Volumen wächst permanent, da wird das Gesamtvolumen nicht getilgt. Wenn das nicht so wäre, wäre es schlimm für unsere Wirtschaft. Ah, also Sie wollten was einbringen, sonst hätte ich eine Frage an Sie gestellt, aber bitte. Ich will da nochmal von loskommen. Mhm. Eher der Verweis auf die unterschiedlichen Kulturen, die sich so gegenseitig nicht so richtig verstehen, aber auch die Frage nach der Schuld. Irgendwie deutet mir das doch darauf hin, dass da ein starkes Misstrauen in Europa herrscht. Mhm. Ja? Und dieses Misstrauen, glaube ich, ist eben gerade keine. Auch Ihre Frage, können wir den Regierungen dann in Europa eigentlich trauen? Ich glaube, so ein Misstrauen ist kein guter Berater für zumindest das Bauen von Regulierungen in der europäischen Architektur. Er hat zumindest dazu geführt, weil, und das wird leider auch von der herrschenden Ökonomie unterstützt, so ein Misstrauen zu schüren, hat dazu geführt, dass wir jetzt eben eine sehr restriktive finanzpolitische Regulierung eingeführt haben. Die haben wir schon seit einiger Zeit, diesen Stabilitäts- und Wachstumspakt. Viele behaupten, der sei ja noch gar nicht stabil oder noch gar nicht restriktiv genug. Da würde ich gegen behaupten, der hat ziemlich restriktiv gewirkt, aber er ist jetzt nochmal restriktiver ausgestaltet worden. Ich behaupte zumindest, dass man damit eben das nicht mehr machen kann, was man jetzt tun müsste, nämlich zum Beispiel weiter oder wieder investieren, jetzt auch eben wirklich antizyklisch staatliche Ausgaben tätigen. Das alles kann man in diesem Rahmen nicht mehr. Und das sozusagen auf Grundlage von Misstrauen, das ist, glaube ich, ein wirklich ganz, ganz schlechter Berater. Und letztendlich, als letztes Wort dazu vielleicht noch, glaube ich, kann man die Frage nach sozusagen die Höhe der Staatsverschuldung nur politökonomisch sozusagen entscheiden. Letztendlich entscheiden das die Demokratien, ja, die Wähler, die entscheiden, welche Regierung sie hinsetzen, mit welcher finanzpolitischen Ausrichtung sie rangeht. Ich meine, wir haben über 30 Jahre eine Regierung gehabt, die ziemlich restriktive Finanzpolitik betrieben hat. Ja, und wir konnten ihr da auch in dieser Sache, in dieser Hinsicht durchaus trauen, dass sie das macht. Mhm. Also das ist politökonomisch zu entscheiden, nicht ökonomisch. Ja, da ist müssen wir in Deutschland über unseren Schatten springen und genau diese andere antizyklisch den anderen zugestehen, dass sie jetzt mehr investieren dürfen, um endlich wieder wachsen zu können. Das Problem, würde ich jetzt mal anreißen, ist, oder Tatsache ist, dass die Politik ja einen ganz großen Rückhalt in der Bevölkerung hat, was dieses Programm Austerität, Sparen anbelangt. Wie vermittelt man das, dass es Zeiten gibt, wo man investieren muss, obwohl die Schuldenberge so hoch sind wie noch nie? Ja, aber das Problem daran ist doch, glaube ich, dass es eben national rückgekoppelt ist. Wir müssten eigentlich eine europäische Wachstumsstrategie entwickeln. Das meinte ich, genau vor dem Hintergrund. Kein europäisch legitimierten, demokratisch legitimierten Akteur, der das machen kann, sondern das sind eben alles national legitimierte Akteure. Und in der Tat, in Deutschland scheint es dann eher den Wähler zu geben, der
an die schwäbische Hausfrau denkt bei seiner Entscheidung, während das in anderen Ländern vielleicht anders gesehen wird. Mhm. Ja, da sind wir in so einem Dilemma. Wir sind eigentlich eben mit unserer Währungs- und Wirtschafts-, aber insgesamt Integration in Europa so weit vorangeschritten, dass letztendlich solche Entscheidungen nicht mehr in einem nationalen Raum entschieden werden kann und dann eben so entschieden werden, dass der eine nationale Raum etwas entscheidet, was der andere nationale Raum so nicht nachvollziehen kann, aber eher die Auswirkungen zu spüren bekommt. Und dann kommen diese Fragen nach Schuldzuweisungen. Also dann gucken die Griechen nach Deutschland und sagen, warum oktroyiert ihr uns eine derartige Sparpolitik? Mhm. Ja, ist das schon eine der Lösungen aus dieser Krise, dass wir viel mehr den Blick weiten müssen, dass wir das wirklich nicht mehr alleine machen können? Ja, man kann es doch festmachen an einem Akteur, den wir noch gar nicht als Verschuldungssektor genannt haben, nämlich das Ausland. Das Ausland geht gegenüber der Bundesrepublik in einem enormen Ausmaß in die Verschuldung, weil wir extrem hohe Exportüberschüsse, Leistungsbilanzüberschüsse erwirtschaften. Und es wird ja von Brüssel auch gefordert. Vielleicht kann man das nochmal kurz erklären, weil das ist, glaube ich, ein Punkt, den man nicht einfach so versteht, weil die Kritik daran an Deutschland, in Deutschland so angekommen ist, wieso will man uns die Exporte verbieten? Erklären Sie uns, was Also wir haben diese Überschüsse, weil wir sehr gut sind mit unseren Exporten auf den Weltmärkten. Das will auch niemand beschneiden. Aber wir importieren zu wenig und daraus entstehen Überschüsse. Und wir importieren auch aus den Krisenländern zu wenig. Wenn wir mehr importieren würden, dann würden wir den Krisenländern helfen, weil wir ihnen Absatzmärkte bieten. So, und die Sparpolitik in Deutschland, die steht dem entgegen. Jetzt ist es ein bisschen aufgelockert dadurch, dass jetzt auch Lohnerhöhungen stattfinden, sodass die Binnenkaufkraft gestärkt wird. Aber woran es vor allem fehlt zur Stärkung der Binnenkaufkraft, sind Investitionen. In Deutschland wird auch von der Privatwirtschaft viel zu wenig investiert. Und wenn die beiden, die Privatwirtschaft und der Staatssektor in Infrastruktur und so weiter, mehr investieren würden, dann wäre das ein, wie soll ich sagen, Kaufkraftprogramm für Europa. Darüber hinaus kann ich mir vorstellen, dass man europäische Projekte mal in Angriff nimmt. Zum Beispiel große Trassen für Schnellverkehr oder sonst was. Das wird ja alles noch national finanziert. Das könnte man ja auch europäisch finanzieren. Die Amerikaner haben das mit ihrem Interstate Highway System auch irgendwann so gemacht, dass der Bund die Kosten übernommen hat und nicht mehr nur die Einzelstaaten. Ich habe noch gewisse Schwierigkeiten mit dem Wir, das Sie eingeführt haben. Wir exportieren zu viel. Nein, wir importieren zu wenig. Entschuldigung, Sie haben zwei Dinge gesagt. Wir exportieren viel und wir importieren zu wenig. In beiden Fällen, wer ist denn dieses Wir? Ist ja nicht Deutschland, was exportiert oder importiert, sondern sind ausländische Leute, die deutsche Medizintechnik, die deutschen Autos und so etwas wollen. Und hier können wir doch nicht sagen, tut das nicht. Und umgekehrt, die deutschen Konsumenten, wenn sie die ausländischen Produkte nicht wollen, können wir sie auch nicht zwingen. Also ich sehe, das Wir ist für mich ein Kollektiv, was als solches nicht existiert, weil in gewissem Maße an Konsumentensouveränität hier noch verkleinert wird. Nein, aber die Forderung oder das, was manchmal in der Öffentlichkeit gesagt wird, jetzt wollen sie uns auch noch unsere Exporte wegnehmen, das ist ja völlig falsch. Die will niemand wegnehmen. Es geht darum, die Kaufkraft in Deutschland zu erhöhen. In Griechenland hat das in einem zu großen Umfang stattgefunden. Deswegen sind die in der Krise. Bei uns hat es aber gar nicht stattgefunden bis zur Finanzkrise. Das war stagnierende Kaufkraft, stagnierende Löhne und so weiter. Und vor allem keine Investitionen, viel zu wenig Investitionen. Und es geht darum, durch mehr Ankurbelung der Wirtschaft über Investitionen dann auch mehr Importe ins Land zu ziehen. Niemand will die Exporte beschneiden. Ich meine, das kann man ja auch nicht. Wenn die Leute das wollen, dann müssen sie doch kaufen dürfen. Und wenn die Leute hier nicht wollen, ich meine, das nenne ich eben die Konsumentensouveränität. Die kann man indirekt durch Rahmenbedingungen ändern, da haben Sie recht. Du kaufst. Ja, das ist eine der Rahmenbedingungen. Ja. Aber da müssen die auch bereit sein, dann eben, sie können die Kaufkraft eventuell dann wiederum nur in die deutschen Produkte setzen. Das wäre ja wieder falsch. Also es bleibt der andere Gesichtspunkt bestehen.
Ich will ja nicht das grundsätzlich ändern, ich sage nur, dass wir unterstellt ein Kollektiv, was es in dieser Weise unter dem Stichwort der Konsumentensouveränität nicht gibt. Aber festzuhalten ist, dass mehr Ausgleich auch für mehr Stabilität sorgt. Wenn der eine zu viel und der andere zu wenig, ist es sinnvoll, dass man sich ein bisschen mehr in der Mitte trifft. Ich möchte an der Stelle vielleicht ein bisschen jetzt oder am Ende noch kurz zu Lösungen kommen, zu möglichen. Oder was haben wir aus dem Ganzen gelernt? Wo müssen wir am dringendsten ansetzen, um A, aus der Krise rauszukommen und B, zukünftige zu vermeiden? Ich sage Wachstum, Wachstum, Wachstum durch Investitionen, Investitionen, Investitionen. Herr Heise. Ja, also wir haben sicherlich gelernt, dass man in so ein Projekt wie eine Währungsunion nicht ohne Notfallmaßnahmen gehen darf. Ja, also der Europäische Stabilitätsmechanismus ist ja jetzt so eine Notfallmaßnahme oder Institution. Kann man sagen, okay, als die Währungsunion begann, gleich mit einer Notfallvorrichtung zu beginnen, das setzt nicht gerade Vertrauenssignale in diese Währung, deshalb hat man das nicht gemacht. Aber wenn man solche Projekte wie so eine Währungsunion beginnt, muss man schon auch Absicherungen für wirklich fürchterliche Eventualitäten sozusagen vorsehen. Das haben wir jetzt nachsorgend geschaffen. Ansonsten, das, was erzeugt werden muss, würde ich auch so sehen. Wir brauchen Wachstum, unterstrichen, genau. Wachstum in einigen Bereichen der Europäischen Union mehr oder der Währungsunion, genauer gesagt sogar mehr als in anderen, also sicherlich eben in den Krisenbereichen mehr als in anderen und letztendlich einfach so als eine wirklich langfristige Perspektive. Ich glaube, historische Forschung hat gezeigt, dass eine Währungsunion ohne zumindest langfristig eine politische Union nicht funktioniert. Ja, eine politische Union ist eine notwendige, keine hinreichende, aber eine notwendige Voraussetzung dafür, dass sowas stabil ist. Und ich glaube, das hat sich in der jetzigen Krise gezeigt. Wir müssen am Ende wirklich zu einem politischen Überbau kommen, der ein bisschen dann auch an politischer Verantwortung auf die europäische Ebene demokratisch legitimiert überträgt. Da geht kein Weg dran vorbei. Herr Nützenadel, würden Sie das Stichwort Banken, Bankenunion, Bankensicherheit auch als wichtig erachten? Oder was ist Ihr Schwerpunkt dabei? Absolut. Ich würde sagen, intelligente Regulierung. Ich glaube, wir haben noch keine Modelle, die sozusagen langfristig, dass die sozusagen Regulierung den Märkten nicht hinterherläuft. Ja, wir haben sozusagen ja schon Formen sozusagen der Regulierung gehabt, aber die eigentliche Entwicklung sozusagen der Finanzmärkte hat sich daraus bewegt. Ja, das ist genau das, was Herr Heise vorhin gesagt hat. Es sind im Grunde Finanzbereiche entstanden, die gar nicht erfasst wurden. Also ich glaube sozusagen eine vorherschauende Form der Regulierung im Bankenbereich, aber auch in anderen Bereichen ist, glaube ich, das, was fehlt. Und da muss die Politik noch neue Instrumente entwickeln. Das andere ist ganz sicher, dass wir sozusagen eine Währungsunion haben ohne eine europäische Finanzpolitik. Das ist einfach nicht denkbar. Wir können, das ist sozusagen eigentlich ein Konstruktionsfehler. Entweder man lässt die Notenbankpolitik und die Währungspolitik in den Händen der nationalen Regierung oder man macht eine gemeinsame Währungspolitik, dann braucht man aber auch eine entsprechende gemeinsame Finanzpolitik. Das ist, glaube ich, ganz eindeutig und es würde sozusagen auch ein bisschen die Situation der gegenseitigen Schuldzuweisung, die wir jetzt ja erleben haben, entspannen. Denn sie würde sagen, naja, wir müssen im Grunde da eine gemeinsame Linie finden und sie würde auch zum Beispiel die Italiener und die Griechen, die ja sich sozusagen entlasten, indem sie sagen, ja, ihr seid schuld, ihr macht uns die Auflagen, das ist ja eine ganz ungesunde Entwicklung, würde sie stärker mit in die Verantwortung bringen. Insofern, glaube ich, können wir ohne eine gemeinsame Entwicklung in dieser Richtung gar nicht. Herr Höfe, können wir die schwäbische Hausfrau mit dem Sizilianer verheiraten? Zunächst einmal will ich das Bild ja nicht übertreiben. Ich bin selber kein Schwabe und auch eine Frau auch nicht. Also insofern ist es ja nur ein Hinweis gewesen, warum ich mit einer bestimmten Art dann einen gewissen Widerspruch geben wollte. Natürlich können wir die beiden, aber immer die Frage, was wir von den Sizilianern und was wir von den Schwaben lernen. Sollen wir von den Schwaben lernen, Geiz ist geil, und von den Sizilianern deutsche Farniente, dann wird das wohl schwierig. Es sei denn, jeder lässt dem anderen seine eigene Lebensart. Und da komme ich auf das Strukturproblem an, was ja schon meine Vorredner genannt haben. Es war wohl falsch, dass man eine Währungsunion ohne gewisse politische Einheiten geschaffen hat. Das war auch damals versucht worden und es scheiterte. Und den Punkt will ich hervorheben. Wir können zwar sagen, um die Währungsunion jetzt zu stabilisieren, brauchen wir ein höheres Maß an politischer Union. Dann müssen wir uns aber die anderen Länder angucken. Sind die bereit, auf dieses Maß an nationale Souveränität zu verzichten, was dafür notwendig ist?
Und ich finde, das muss man zunächst mal sagen. Die Alternative lautet entweder ein relativ hohes Maß an Verzicht auf nationale Souveränität, dann können wir die Währungsunion mit all diesen Regulierungsvorschlägen und Investitionen weiterführen. Oder aber, ihr beharrt auf eurer nationalen Souveränität, und da spricht ja nicht nur was dagegen, auf jeden Fall andere Völker sehen das anders als wir, dann müsst ihr aber auch die Folgen tragen. Beides zusammen, sozusagen das Fünferl und das Weckerl, wie es in der Schweiz heißt, das heißt, man will seine Semmel haben, und dafür nichts bezahlen zu müssen, das geht nicht. Ich glaube, wir schließen die Diskussion an dieser Stelle, weil wir auch noch Fragen hören wollen aus dem Publikum. Wir haben gelernt, dass es durchaus Wege aus der Krise geben kann, dass es lange Wege sind, dass wir überhaupt noch nicht aus der Krise draus sind und auch nicht wissen, wann die nächste kommen kann. Also bestimmt was Positives, aber auch noch ganz viel Unsicherheit und Ungewissheit. Dankeschön. Sind schon, genau. Eine Frage, die Schulden sind doch eigentlich viel höher als hier diese 80% vom BIP, denn da sind die Pensionen noch nicht berücksichtigt, also da gibt es keine Rücklagen dafür, ähnlich ist es bei den Renten und Krankenversicherungen, Pflegeversicherungen, also ein Volkswirt, der kommt da auf nicht auf 80%, sondern wahrscheinlich auf 300% und mehr. Wer möchte darauf antworten? Also das sind die impliziten Staatsschulden, die Sie jetzt ansprechen. Die sind höher als die expliziten Staatsschulden, aber man wirft sie deswegen nicht in einen Topf, weil sich diese impliziten verändern lassen. Wenn Sie die Rentengesetze ändern oder die Pensionsregelungen ändern, dann ändern sich die impliziten Schulden. Und teilweise hat sich da einiges nach unten verändert in den letzten 10 Jahren, sagen wir mal, seit den Hartz-Reformen. Und aber es ist schwer, dieses in einen Topf zu werfen. Das macht man im Allgemeinen nicht. Das muss man auch nicht in einen Topf werfen, weil das schwer miteinander zu vermitteln ist. Aber trotzdem ist richtig, darauf hinzuweisen. Und es ist auch etwas, um bei meinem Stichwort der Leichtfertigkeit zu bleiben, dass die vor allem sind ja vor allem Landesregierungen auch, die das vor sich hinschieben und am Ende dann vielleicht auf die Beamten oder Rentner schimpfen, dass sie zu viel kriegen und dann kürzen sie etwas. Wobei sie es ja nur in sehr kleinem Rahmen machen können. Der Spielraum ist ja relativ gering, weil sonst jede Regierung abgewählt würde. Aber dass das in die öffentliche Debatte und in die entsprechenden Haushaltsdebatten sagen, irgendwie unter ferner Liefen fällt, das halte ich auch nicht für vernünftig. Ja, hier vorne, aber also. Sie haben zu Anfang gesprochen, dass die Wissenschaft, die Wirtschaftswissenschaft und auch die Journalisten und andere massiv versagt haben in dieser Entwicklung. Darf ich Sie ganz persönlich fragen, wie haben Sie die Entwicklung selbst gesehen in der Zeit? Weil Sie jetzt das von außen betrachten, rückwirkend betrachten, aber vielleicht sind Sie so ehrlich und sagen uns mal, wie haben Sie die letzten 10 Jahre oder 5 Jahre selbst wahrgenommen? Haben Sie sich getäuscht oder haben Sie doch Widerspruch angemeldet? Sie waren, glaube ich, an. Alle. Ich hab da eigentlich gar keine Probleme mit, darauf zu antworten, weil ich mir da quasi auf die Schultern schlagen müsste und sagen müsste, und das kann man auch nachlesen, auf der einen Seite habe ich durchaus auch die Probleme, in die Europäische Währungsunion geraten kann, wenn da Imbalancen entstehen, die dadurch entstehen, dass wir unterschiedliche Tarifsysteme beispielsweise haben und nichts harmonisiert wird und auch nichts abgesprochen wird, kommen kann. Das kann man nachlesen, da habe ich darauf hingewiesen. Ich finde das nicht besonders günstig, mir da auf die Schultern schlagen zu müssen, aber es ist am Ende so gekommen. Und ansonsten zähle ich zumindest zu den heterodoxen Ökonomen, die diesen Selbstregulierungsmechanismus des Marktes nie so gesehen haben. Also eher dem nahestehen, der schon hier mehrfach erwähnt wurde, Minsky, der darauf hingewiesen hat, dass can it happen again, kann diese große Weltwirtschaftskrise wie in den 30er Jahren wiederkommen, und der Antwort musste, natürlich kann das wieder passieren, wenn nicht gewisse Maßnahmen ergriffen werden. Dem hab ich schon früher, also lang vor der Weltfinanzkrise, angehangen sozusagen, und ich habe mal ein Forschungsprojekt beim großen Drittmittelgeber der deutschen Forschungsgemeinschaft beantragt, die sowas untersuchen sollte. Das ist leider nicht genehmigt worden, weil was ist das für ein Quatsch, was der da untersuchen will? Instabilitäten, die wir gar nicht mehr haben. Also gerne. Von daher kann ich da mit relativ ruhigem Gewissen. Sind Sie mit einer Antwort zufrieden? Reicht Ihnen das?
Ja, diese. Na, also, ich denke, wir als Journalisten haben da einen großen Teil mit zu verantworten, dass man sich diesem Hype hingegeben hat, dass man vielleicht wirklich Bernanke auch vertraut hat. Greenspan vorher, irgendwann knirschte es, und das haben wir schon recht früh mitbekommen. Auf etwas möchte ich verweisen und uns auch ein bisschen in Schutz nehmen, als die Lehman-Debatte war und die Lehman-Bank pleite ging und in Deutschland das Geschrei anfing, wie wir wollen unser Geld und keiner hat uns gewarnt. Seitdem warnen wir, aber wir haben nicht festgestellt, dass die Gier nachgelassen hat. Also das wäre zum Beispiel etwas, man kann früh warnen, aber ob es gehört wird, das ist eine andere Sache. Soll ich noch was sagen? Also ich habe zwar nicht damit gerechnet, dass eine solche Krise so kurzfristig ausbricht, aber ich habe seit den 90er Jahren vor den Deregulierungsmaßnahmen gewarnt. Insbesondere als Clinton, unter Präsident Clinton ist das passiert, der Glass-Steagall Act abgeschafft wurde, aber auch schon vorher, als viele Regulierungen zur Zähmung der Geschäftspolitik der Banken abgebaut worden sind. Der Demokrat, ja. Jetzt haben wir, ja, ich weiß jetzt wirklich nicht, welche Reihenfolge wir haben, aber wir gehen einfach mal kurz auf diese Seite und dann kommen Sie als Nächster dran, wenn Sie damit einverstanden sind. Vielleicht kurz weg von der Ökonomie, mehr zur Ethik hin. Man hört die hehren Worte von Solidarität, Staaten dürfen nicht pleite gehen, strukturell darf die EU oder der Euro nicht in Frage gestellt werden. Nun, wenn ich hier gegenüber in das Gebäude gehe, ins Casino und mein Geld verprasse, ich komme wieder und sage, so hätte ich gern von Ihnen das Geld, damit ich im Golfclub saufen kann, obwohl ich gar kein Golf spielen kann. Das hat für mich einen ähnlichen ökonomischen Wert und einen ähnlichen ethischen Wert wie die Finanzpolitik, die man teilweise tatsächlich versucht, mathematisch zu erklären, aber im rein menschlichen Verständnis zu scheitern versucht. Danke. Jetzt kommt der Herr, der... Ja. Eingeschaltet? Gut. Ich habe gelesen, dass auf dem Papier in Europa inklusive Amerika die vierfache Menge von Geld ist, als die tatsächlich im Umlauf ist. Und irgendein Wirtschaftssenator hat mal gedacht, das muss irgendwann angeglichen werden. Wie haben die das vorgestellt? War Kreta ein Fall, dass man gezeigt hat, wie man das machen wird? Die vierfache Menge an Geld als in Umlauf ist? Auf dem Papier mit den Verträgen und den Banken steht drin, und wenn man das zusammenzählt, ist die vierfache Menge als was gedruckt und was im Umlauf ist. Ja, das könnte durchaus sein. Vielleicht auch noch viel mehr, keine Ahnung. Das steht in keinem Zusammenhang eigentlich. Doch, das muss irgendwann mal angepasst werden. Wie wollen Sie das machen? War das Herr Eichel? Stoiber? Nein, der hat ja mit Maastricht zu tun. Dann war es Herr Eichel. Das muss irgendwann mal angepasst werden. Der Warenwert multipliziert mit den Preisen entspricht der Geldmenge, aber das ist auch nicht wirklich ausgedruckt, weil die Geld wandert ja von Tasche zu Tasche sozusagen, nennt sich dann so Umlaufgeschwindigkeit und die variiert über den Zyklus und über verschiedene Entwicklungen hinweg. Aber das steht im Verhältnis, aber die Mengen oder die Größen, die Sie jetzt genannt haben, stehen eigentlich da in keinem Verhältnis zu dem ausgedruckten Papiergeld. Das ist ja wenn ich in der Tasche. Worauf wollen Sie hinaus damit? Ist irgendwie eine Inflationsangst, die da. Unter Kreta haben Sie doch auch einfach das Guthaben gekürzt bei der Bank. Und meine Befürchtung ist, dass Sie da einen großen Krieg anmachen wollen und dann ist wieder alles vorbei. Und dann ist es angepasst. Das hoffen wir jetzt. Also diese Befürchtung, glaube ich, müssen Sie nicht hegen. Also gegenwärtig haben wir eher Probleme damit, das Preisniveau sozusagen vom Wegbrechen zu bewahren, also in eine disinflationäre oder, die haben wir ja schon, in eine deflationäre Entwicklung zu geraten. Das übrigens hat auch viel größere Folgen für die Volkswirtschaft als Inflation, als ein bisschen Inflation jedenfalls. So, jetzt hier. Ja, danke. Warum hat denn keiner den Mut auf dem Podium zu sagen, dass es für viele Länder am Mittelmeer besser wäre, sie würden aus dem Euro austreten und würden wieder zu ihrer alten Währung zurückkehren, dann könnten sie doch viel besser ihre Probleme lösen. Weil es nicht stimmt. Herr Nützenadel möchte direkt darauf antworten. Vor allem, die Frage ist ja, ob es für uns besser wäre.
Was wären denn die Folgen für uns? Ja, man kann schon von der griechischen Perspektive aussprechen, nicht nur von unserer. Die Schulden sind ja damit nicht weg. Die Schulden sind ja damit weg. Die Rückzahlfähigkeit der Schulden wird dadurch ja nicht erhöht, sondern sie wird vermindert. Das heißt, sie werden dann nie die Schulden zurückbezahlen. Und gleichzeitig droht uns sozusagen eine Instabilität des Finanzsektors, die uns auch betreffen würde. Wir können gar kein Interesse haben. Da müsste man einen Schuldenschnitt machen und auf das Geld dann nicht dem guten Geld noch Schlechtes hinterherwerfen. Ja, warum zum Beispiel, jetzt habe ich eine Frage, warum will denn Großbritannien und warum will Schweden und Dänemark nicht dem Euro beitreten, obwohl sie laut Vertrag beitreten müssten? Nee, gar nicht. Das kann jeder entscheiden. Also laut Vertrag müssen die nicht beitreten und dem kann man ja gegenhalten, Polen und andere Länder wollen der Währungsunion beitreten. Also das hat vermutlich dann eher politische, kulturelle und andere Gründe. Aber ich glaube, man wird sich zu einer, auf der einen Seite finde ich es ganz gut, dass endlich mal wirklich relativ frei und offen darüber diskutiert werden darf und kann, ob die Währungsunion eigentlich gut war. Ja, in der Vorbereitung zur Währungsunion war zumindest in Deutschland, glaube ich, eine offene Diskussion dazu nicht wirklich möglich. In Deutschland musste man sich zur Währungsunion bekennen, man konnte ein Aber vielleicht dranhängen oder Konditionen binden, aber das wirklich allgemein in Frage stellen, das ging nicht. Das ist jetzt wenigstens möglich, dass man mal richtig ganz prinzipiell grundsätzlich darüber nachdenkt und auch sagen kann, wir wollen die Währungsunion nicht mehr. Ich halte das allerdings für eine falsche Position. Ich denke, dass die Währungsunion richtig gestaltet schon allen, sowohl der Südschiene in Europa als auch uns in der Nordhemisphäre der Europäischen Union sozusagen Vorteile bringen kann. Allerdings muss man es richtig gestalten. Jetzt hat die Dame einen. Ja, also ein bisschen hinterlässt die Diskussion schon in der Stimmung, ja, und was nu? So. Also so richtig viel schlauer bin ich nicht geworden, was nicht an Ihnen liegt, aber scheint wirklich im Moment tatsächlich so zu sein, dass echte Lösungen nicht auf dem Tisch liegen, was ziemlich beunruhigend ist. Noch drei Fragen. Sie haben ja richtig ausgeführt, Schulden auf der einen Seite steht Guthaben auf der anderen Seite gegenüber und IKEA hat gerade in Hamburg eine Filiale eröffnet. IKEA zahlt meines Wissens nirgendwo nennenswert Steuern, wie auch viele andere Großkonzerne. Müsste man nicht da gucken? Ich richte die Frage erstmal an Sie, aber vielleicht hat jemand, weil Sie da Globalisierung auf dem Zettel stehen haben, vielleicht hat jemand anders dazu auch was zu sagen, denn ich als Großkonzern hätte ein Rieseninteresse an verschuldeten Staaten, weil diese Staaten dann das Tafelsilber sehr billig rausrücken. Und da könnte man ja ein bisschen überlegen. Die zweite Frage ist, Herr Heise, Sie hatten vorher gesagt, naja, wir müssen den Regierungen vertrauen, was die Ausgaben der Steuern angeht. Es gibt ja auch Modelle, dass man den Bürgern die Möglichkeit gibt, einen gewissen Prozentsatz, von mir aus 2, vielleicht 5%, selber zuzuordnen, also dass sie sagen können, ich möchte gerne dieses Geld in die Bildung stecken oder ich möchte es, weiß ich nicht, in die Kultur stecken oder wie dem auch sei. Also was halten Sie von solchen Modellen? Und die dritte Bemerkung oder Frage, das kommt jetzt darauf an, wie mutig Sie mit den Antworten sind, die schwäbische Hausfrau wurde hier zu Recht häufig genannt, ich habe lange in Schwaben gelebt, aber ich möchte jetzt nicht auf das Schwabentum aus, sondern auf das Weibliche der Dame, denn Studien zeigen, dass Frauen sehr, sehr gut im Geldanlegen sind. Und ich halte es für, ich nehme wieder ein Wort von Ihnen auf, leichtfertig auf das Votum und die Expertise von Frauen zu verzichten, nicht nur hier auf dem Podium, sondern auch sonst. Aber Sie sind doch verschiedene, da. Ich stehe, genau. Es gibt ja Gott sei Dank in den wichtigen Finanzinstitutionen auch mehr Frauen, Frau Lautenschläger und andere. Aber ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge die Dringlichkeit, es sind sehr viele verschiedene Themen. Besteuerung von Großkonzernen ist ein ganz schwieriges Thema. Das weiß ich nicht, ob wir das jetzt hier, will das jemand beantworten? Müssen wir IKEA, Apple, Google viel mehr Steuern abverlangen, Starbucks, wem auch immer? Also ich halte die Erleichterungen, die den Unternehmen gewährt worden sind, Anfang zur Jahrtausendwende unter Eichel, für einen schweren Fehler. Die Privatleute werden wesentlich höher besteuert bei den direkten Steuern schon als die Unternehmen.
Und dazu kommt bei den Privatleuten noch die Mehrwertsteuer, die einen Großteil der Steuereinnahmen einbringt, von denen die Unternehmen ja nicht betroffen sind, weil sie das letztlich vom Konsumenten immer zurückholen. Mhm. Das halte ich für einen schweren Fehler. In anderen marktwirtschaftlichen Ländern, zum Beispiel in den USA, sind die Unternehmenssteuern auch höher. Also könnte man das oder sollte man das ändern? Das wäre schon mal ein Ergebnis. Also ich will nur zu Ihrem letzten Stichwort Stellung nehmen und würde sagen, da haben Sie völlig recht. Man muss vielleicht unterscheiden, ob auf der Ebene, sozusagen der höchsten Führungsebene, also Frauen als Finanzchefs in Unternehmen oder als EZB-Chefs anders agieren, weiß ich nicht. Und da würde ich sogar mir erlauben, ein Fragezeichen zu setzen, weil das gewisse strukturelle und andere Zwänge hat, wo der Spielraum zwischen den Geschlechtern wohl nicht so groß ist. Aber man weiß es ja vor allem aus der sogenannten zweiten und dritten Welt, dass es sehr klug ist, die Kredite den Frauen zu geben, weil sie wissen, die legen das nicht nur besser an, sondern die investieren das auch besser, werden Männer, und jetzt müssen wir nicht ausführen, in welcher Weise, aber fürs Wohlergehen der Familie viel weniger Interesse haben. Aber es hat eventuell diesen Hintergrund, dass in der zweiten und dritten Welt andere Familienstrukturen und andere Bildungsstrukturen herrschen, sodass ich also bei einem grundsätzlichen Befürworten dieses Votums dann wieder sagen, wir sollen es auch nicht überbewerten. Ich glaube nicht, dass wenn der Anteil der Frauen in der Führungsposition sich ändert, dass zum Beispiel das Stichwort Gier, das Stichwort keine Steuern zu zahlen bei Unternehmen und all diese Dinge, die wir so moralisch vorwerfen, so verschwinden würden. Aber wir können es ja mal ausprobieren. Ja, klar. Ich bin ja direkt angesprochen worden, was das Vertrauen in Regierungen angeht. Also da nochmal, ich weiß gar nicht, was wir sonst tun sollten. Ja, wir müssen den Regierungen, die wir dann gewählt haben, zumindest für die Zeit, die wir sie gewählt haben, vertrauen. Bleibt uns gar nichts anderes über. Ansonsten haben wir allerdings jederzeit dann bei der nächsten Wahl die Möglichkeit, ihnen das Vertrauen zu entziehen und eine andere Regierung zu wählen, die zum Beispiel sagt, sie möchte 2, 5 oder 10% des Steueraufkommens in Bildung geben. Also wir haben ja die Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob sie auf sozusagen viel mehr auch zwischen den Wahlzeitpunkten, zu denen wir unsere Stimme abgeben, sozusagen mitentscheiden sollen über plebiszitäre Strukturen oder dergleichen. Da bin ich allerdings skeptisch. Ich habe jetzt so viele Wortmeldungen und jeder ist böse mit mir, wenn ich jemanden. Ich fange jetzt hier an, dann gehe ich dahin und dann kommen Sie auch noch dran. Sie auch, sorry. Ja, ich möchte mal verschiedene Leute zitieren. Zum Beispiel Kurt Tucholsky, der hat 1931 gesagt, Nationalökonomie ist, wenn die Menschen sich wundern, wenn sie kein Geld haben. Das hat mehrere Gründe, die feinsten sind die wissenschaftlichen. Nur Max Planck hat auch gesagt, wenn eine Wissenschaft sich ändern soll zu grundlegenden neuen Erkenntnissen, nutzt es nicht darauf zu vertrauen, auf Einsichtsfähigkeit, sondern die biologische Lösung ist die wahrscheinlichste, es müssen neue Leute kommen. Ich bin entsetzt, muss ich sagen. Ich habe Nationalökonomie studiert, auch mit sehr gutem Erfolg, so ist nichts. Wie wenig hier sowohl die Ursachen erkannt worden sind, die Geschichte nicht erkannt ist und auch keine Rezepte für die Zukunft gesagt wurden. Denn Wachstum, allgemein Wachstum, das ist ja nur eine hohle Phrase. Ich bin wirklich entsetzt. Liegt es daran, dass die Uni hier erst 1919 gegründet ist und dass sie nicht googeln können und sich mit Geschichte beschäftigen? Geschichte ist mein Lieblingsfach. Ich glaube, mit Schuldzuweisung muss man jetzt aber nicht... Ja, aber Geschichte, was möchten Sie wissen? Weil ich da studiert, was Sie studiert haben. Weshalb hat man sich nicht mit Wörgl beschäftigt, mit den Ursachen? Damals in der ersten Weltwirtschaftskrise hat die Gemeinde Wörgl in Österreich bewiesen, dass es Rezepte gibt. Und der damalige verantwortliche amerikanische Präsident war sehr erfreut darüber, dass es da ein Rezept gab. Bereits vor 8000 Jahren im heutigen Irak, in Babylon, gab es Methoden. Ja. Ja, nicht keine Fragen, sondern sie haben keine Rezepte und keine Analysen. Die Zinsen sind, Martin Luther gesagt, es gibt im Koran überall, die Zinsen sind verboten und wir können sogenanntes fließendes Geld einsetzen,
was in jedem Jahr Wert verliert. Und das ist ein wichtiges Mittel. Und es gab genügend Wissenschaftler, nicht nur Bernd Senf und Otte, die auch 2003 schon genau beschrieben haben, dass die Krise kommen wird und auch die Gründe aber beschrieben haben. Aber auch Sie haben keine Rezepte dagegen gehabt. Deswegen, es scheint nicht haben so Sie, einfach zu Sie, sein. Nee, haben Sie nicht gehabt, sonst wäre manches anders gelaufen. Jetzt möchte ich einfach ignoriert. Mal ganz kurz wissen, ja, die Dame oder wer auch immer, genau. Dankeschön, das ist nett. Also ich habe eine Frage, die schließt an das, was der Herr da drüben gefragt hat. Also Lösungen und diese nationale Denke. Und jetzt gibt es ja diese Idee, und da möchte ich gerne alle fragen, was Sie davon halten, das zu splitten, die Währungsunion in einen starken Nordeuro und einen schwächeren Südeuro. Erste Frage, was halten Sie davon an alle? Und zweiter Punkt, Aspekt Schuld der Journalisten. Also liegt es auch daran, dass wir Medien, Frau Holz, vielleicht können Sie da auch für die Welle sprechen, ob die da eben, weil sie ein anderes Zielpublikum hat und globaler an die Geschichten rangeht, ist es da auch ein Problem, dass wir national berichten und nicht eine europäische Öffentlichkeit haben und eben dann aus der Perspektive heraus denken? Sehr interessante Frage, okay. Aber machen wir zuerst die andere. Wer möchte die Verantwortung Nord und also stärkere und schwächere? Ich halte nichts von. Wir sollten die Währungsunion richtig und sinnvoll gestalten und dann brauchen wir gar nicht über eine Alternative wie völliges Auseinanderbrechen oder 2, 3, 4, 5 kleinere Währungsunionen nachzudenken. Und die Währungsunion, die ist ja mal eingerichtet worden mit durchaus guten Begründungen. Das hat sich so nicht realisieren lassen, weil meine Begründung zumindest wäre, die Architektur der Governance-Struktur eben nicht adäquat, nicht angepasst war. Da haben wir allerdings schon lange vor gewarnt oder schon lange Alternativen, die wir jetzt hier vielleicht nicht alle darlegen können in der Kürze der Zeit, aber die man nachlesen kann, beschrieben. Und sie muss richtig ausgestaltet werden. Dann wird die Währungsunion A funktionieren und B auch wirklich die Wohlfahrt in allen Teilen Europas fördern. Ich bin ähnlicher Meinung. Ich glaube, alle würden verlieren. Die schwachen Länder, die abgetrennt würden, und die starken Länder, zu denen die Bundesrepublik gehört, auch. Warum? Weil das System fester Wechselkurse, was der Euro darstellt, uns Wettbewerbsvorteile verschafft und zu dieser enormen Exportkonjunktur beigetragen hat und dem Anstieg der Beschäftigung in der Bundesrepublik. Deswegen würden wir enorm verlieren. Also ich habe da ein Fragezeichen dahinter, aber wirklich ein Fragezeichen. Ich weiß das einfach nicht. Und wenn ich auf die Intelligenz dieser Mittelständler schaue, die würden sich schon was einfallen lassen. Und die festen Wechselkurse gab es ja vorher auch nicht. Allerdings die Norden und die Süden, die müssen ja sozusagen zwei verschiedene Eurozonen haben. Die würden untereinander ja dann eher wieder in ihre alten Kronen, Gulden, Franc oder D-Mark wieder zurückfallen. Ob das schlecht ist, weiß man wieder nicht. Ich war vor vielen Jahren in Kiew, lange vor dieser Krise, da gab es in Wechselstuben nur Dollars, D-Marks und Rubel. Und die Leute kamen damit zu Rande. Wir dürfen auch nicht vergessen, aber ich bin eben kein Fachmann, sondern nur Zeitungsleser, dass der Zuwachs der Exportindustrie Deutschlands vor allem auch in den Nicht-EU-Ländern stattgefunden hat, sodass ich auch nicht so skeptisch wäre, aber es bleibt ein Fragezeichen. Und die Frage ist, ob man dieses dann doch sehr große Experiment eingehen will oder nicht lieber das bisherige verbessern. Aber man muss es verbessern und da sehe ich mit dem eben angedeuteten Souveränität der Nationalstaaten Grenzen und deshalb finde ich, muss man denen das deutlich genug sagen, ich bin da skeptisch, dass die europäischen Völker das wollen. Verzicht und Regulierung oder einfach nur Zusammenarbeit. Das wollen die nicht. Punkt. Ich möchte nur ganz kurz die Frage an die Journalisten, für die ich natürlich auch nicht alle sprechen kann. Es liegt in der Natur der Dinge, dass man natürlich sehr auf sich auf seinen Bereich, auf sein Land auch fokussiert. Und interessanterweise gibt es auch innerhalb eines Landes immer gewisse Strömungen, denen man folgt. Also die amerikanischen Finanzjournalisten schreiben und gucken schon ganz anders darauf, oder die britischen als die deutschen. Das steht fest. Aber ich denke, durch die Finanzkrise ist schon eine große Öffnung
erfolgt. Man schaut viel mehr auf andere Länder, so viel Wissen über andere Länder, über den Zustand dort, auch wenn es oft nur ein ganz kleines und auch vorurteilbehaftetes Wissen ist, das darf man auch nicht vergessen, gab es wahrscheinlich auch noch nicht und das ist bestimmt was Positives. Der Herr da hinten, der hat so lange auch schon sich gemeldet. Nein. Ja, Entschuldigung, einer noch weiter, sorry. Hinter Ihnen nochmal. Ja. Sie war gemein, genau. Ja, danke, vielen Dank. Ist an? Ja, ist an. Nun, wie wir wissen alle, diese Welt ist ja viel, viel größer als wir entwickelte Länder. Viel, viel größer. Und wenn wir die Zeit betrachten und bis heute sehen, sieht es so aus. Entwicklungsländer, total arme Länder, 50% der Menschheit lebt unter Armutsgrenze. Das ist die Wahrheit. Und das hat schon mit dem Weltwirtschaftssystem was zu tun. Also auf uns bezogen jetzt, was haben wir bis jetzt gemacht? Schuhe, die wir jeder trägt und 100 Euro dafür ausgibt. Von der gesamten Wertschöpfung gehen 8 Euro nach Indien, China, wo es fertiggestellte Ware geliefert wird, zu verkaufen. Und 92 bleiben bei uns hier. Das ist die Wahrheit. Jetzt, ich frage mich, meine kommt jetzt eine Frage, Wissenschaftler kommen jetzt zu dem Ergebnis, dass es ein Kind lernt von Kindheit, seine Handlungsweise von den Eltern, von der Umgebung zu lernen. Könnte sein, ist es so, was meinen Sie dazu, dass wir entwickelte Menschen in Entwicklungsländern irgendwie programmiert sind von Kindheit aus? Den anderen lassen bitte mit einem Hartwort benutzen, ausbeuten. Und das ist irgendwie eine Sache, die dann wieder zurückschlägt. Bumerang, genau, das ist das richtige Wort, eine Bumerang. Mhm. Und wir befinden uns in einer Phase, die Menschen, die dafür verantwortlich sind für diese Sache, die spielen genauso diese Bumerang an die normalen Menschen. Meine Frage, sind Sie auch so? Ist das so? Wenn es so ist, was sind die Lösungen für diese Welt, wo 50% der Menschen in Armut leben? Danke. Wer möchte die Lösung? Ich glaube, das würde das Fass jetzt doch ein bisschen zu weit aufmachen, oder? Ich finde, der Philosoph ist da der Lösung. Hier stimmt schon die europäische Lösung nicht so recht, die der Welt. Also eine Sache kann man mit Sicherheit sagen, dass das Wohlstandswachstum von einem ganz niedrigen Niveau aus vor allem in Schwellenländern stattgefunden hat. Nicht in den entwickelten OECD-Ländern in den letzten 20, 30 Jahren. Länder wie China, Indien, Brasilien und so weiter, die haben einen richtigen Boom erlebt. Ja, dem kann man sozusagen nur zustimmen. Wenn man sich globale Ungleichheit anschaut, dann sehen wir einen Zuwachs von Ungleichheit innerhalb der Staaten in den letzten 10, 15 Jahren. Und eine Verringerung der Einkommens- und Vermögensungleichheit zwischen Ländern, wenn wir sozusagen Pro-Kopf-Einkommen berechnen. Das ist ein sehr grober Klotz oder ein sehr grober Indikator, aber der weist darauf hin, dass insgesamt sozusagen sich die Ungleichheitsstrukturen zwischen den Ländern eher verringern, während sie innerhalb der Länder zunehmen. Um nochmal das Stichwort der Frauen aufzugreifen, wenn man das Bildungsniveau der Frauen in diesen Ländern erhöht, wird das fast automatisch mit einer gewissen Zeitverschiebung dann auch in viele andere Hinsicht ändern. War noch jemand, der hier? Ja, das ist eine grundlegende Frage zu den Schulden. Das haben Sie alle gesagt, dass die Schulden eigentlich mit unserem Wirtschaftssystem so verwoben sind, dass wenn wir die Schulden abschaffen würden, beziehungsweise alles zurückzahlen würden, dass dann auch die Wirtschaft zusammenbrechen würde. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, die auch angesprochen wurde und die sicher richtig ist, dass wir ohne diese Schulden, die wir eingebaut haben, nicht diesen Wohlstand hätten, weil durch die Schulden und die Investitionen natürlich ein gewisses Wachstum gefordert wird. Aber nun haben wir da ja das Phänomen in allen reiferen Volkswirtschaften, dass die Wachstumsraten zurückgehen, weil nach dem Krieg ist es ganz klar, es war alles zerstört, es musste neu aufgebaut werden, es waren also für die Ökonomen traumhafte Wachstumsraten da, weil alles neu aufgebaut werden musste, aber jetzt
glättet sich das so ein bisschen, beziehungsweise geht gegen Nullwachstum. Und die Lösung, die hier vorgeschlagen wurde, war Wachstum, Wachstum, Wachstum in Investition, Investition, Investition. Und da ist meine erste Frage erstmal, was brauchen wir denn? Also, dass das Geldsystem von Investitionen und Wachstum profitieren würde, das glaube ich unbesehen. Aber wenn wir uns das mal realwirtschaftlich ansehen, welches Produkt fehlt denn? Was ist denn wohin in soll man investieren? Jetzt zum Beispiel, wohin soll man investieren? Hm. Was sollen die Leute denn sonst noch kaufen? Und daran anschließend, ob man nicht eventuell dann in dieser Phase der reifen Volkswirtschaften das Ganze mal überdenkt und eventuell die Schulden und den Wachstumszwang aus dem System rausnimmt. Gut, das ist keine Entscheidung, die Deutschland alleine treffen kann, sondern das muss man global angehen. Aber wie stehen Sie dazu zu Reformen? Ein wichtiger Stichpunkt wäre da sicher auch die Vollgeldreform, die der Herr Huber fordert, dass man also die Geldschöpfung, die also jetzt de facto bei gewinnorientierten Privatbanken liegt, da eine staatliche Funktion draus macht und auch dann die Guthaben aus der Bankbilanz auskoppelt. Das heißt, wenn so eine Bank dann pleite gehen würde, dann hätte das halt nur Auswirkungen für die Bank und nicht für die Sparer. Jetzt haben wir ganz viele Themen angesprochen. Also diese drei Fragen so kurz angerissen. Herr Holt-Friedrich, Sie wollten auf jeden Fall... Ja, ich wollte zu dem Wachstum noch was sagen. In Deutschland wird Wirtschaftswachstum ja inzwischen auch kritisch gesehen. Es ist ja eine Kommission eingerichtet worden, ich glaube vom Bundestag, die Wachstumsproblematik zu untersuchen. Was meines Erachtens die meisten nicht vor Augen haben, ist, dass Wirtschaftswachstum in der OECD-Welt praktisch nur noch im Dienstleistungssektor stattfindet. Alle Arbeitsplätze, die heute entstehen, auch bei uns, entstehen im Dienstleistungssektor, nicht im Industriesektor. Deswegen ist das Wachstum von dieser ganzen Umweltproblematik, also die Schlote, die da den Kohlenstaub in die Welt pusten und so weiter, entkoppelt. Und da sind wirklich unbegrenzte Möglichkeiten. Gucken Sie sich zwei Entwicklungen an. Die eine Entwicklung ist die Verbreitung des Handys, der Smartphones, Handy und Smartphone und der Software. Also das Handy selber ist ja ist ein materielles Produkt, aber erfordert nicht viele Ressourcen außer ein paar seltenen Erden, aber ist jedenfalls nicht umweltverschmutzend. Und der große Wachstumssektor ist die ganze Software, auch im IT-Bereich, die ganze Filmproduktion, im kulturellen Bereich kann man Wachstum erzeugen und so weiter. Und in den Köpfen ist aber immer noch, Wachstum ist Umweltverschmutzung. Das finde ich falsch. Also einerseits möchte ich das alles unterstreichen und unterstützen, aber dann doch erinnern, vielleicht eine zu einfache Alternative, entweder die Industrie oder jetzt die Dienstleistung, sondern wir dürfen nicht vergessen, wo brauchen wir Investitionen in öffentlichen Diensten wie Eisenbahnschienen, Straßen, also zunächst auch was materielle Infrastruktur. Ja, ich überlege mir gelegentlich, was hätten wir gemacht, wenn wir diese Straßen und Eisenbahn und die Telefonleitungen und so weiter nicht von unseren Vätern und Vorvätern ererbt hätten. Das wäre heute so gut wie unbezahlbar. Also in dem Bereich müssen wir auch materiell was tun, ansonsten vor allem mit Bildung und nochmal Bildung, weil das auch die künftige Generation ist. Wir leben ja nicht so sehr in einer alternden Gesellschaft, als in einer Gesellschaft ohne viele Jungen und Kinder. Das ist das Hauptsächliche. Vielleicht auch nochmal die Frage, warum wir Wachstum brauchen, dass wir da ein Verständnis haben. Ich weiß nicht, wer darauf Sie. Ja, also Wachstum, Wachstum, Wachstum in Zeiten des Stern Reports und der Endlichkeit unserer Ressourcen musste diese Frage provozieren, das ist völlig klar. Aber ich fürchte, zumindest ein kapitalistisches Wirtschaftssystem oder ein Wirtschaftssystem, das auf Verschuldung beruht oder auf Verschuldungsbereitschaft beruht, auf den Finanzierungsstrukturen, wie wir sie haben, wird ohne Wachstum nicht stabil zu gestalten sein. Ja, einfach weil jedes Schuldverhältnis zinsbehaftet ist. Das heißt, man muss mindestens das zurückzahlen, was man mal bekommen hat, plus einen Aufschlag. Und den kann man eben nur letztendlich durch Wachstum generieren. Das kann natürlich zulasten anderer gehen, aber dann wird es, wie gesagt, instabil.
Also von daher zumindest unser System ohne Wachstum. Ein Doktorand arbeitet gerade an dieser Fragestellung und wird dann hoffentlich in circa einem Jahr mit dem ultimativen Ergebnis kommen. Soweit ich das aber jetzt schon absehen kann, ist er auch skeptisch, dass das funktioniert. Ansonsten glaube ich, geht es im Wesentlichen darum, dass wir wieder mehr Real- und weniger Finanzinvestitionen brauchen. Ja, das glaube ich war damit gemeint. Ja, dass in den goldenen Jahren sozusagen hatten wir eben sehr hohe Realinvestitionsquoten, die sind dramatisch runtergegangen. Gleichzeitig ist aber das Geldvermögen eben dramatisch gewachsen. Hinter jedem Geldvermögen, wissen wir, steht auch eine Verschuldung und damit eben die Verschuldung gewachsen. Das müsste wieder zurückgeführt werden. Das ist nicht so einfach zu machen. Eine Sache kann man eben beeinflussen, das ist die Investition in Infrastruktur, also das, was der Staat an öffentlicher Investition tätigen kann. Die ist ja auch wirklich halbiert, die öffentliche Investitionsquote ist halbiert in den letzten 10, 15 Jahren und wenn wir noch längere Zeiträume zurückgehen, war sie damals mindestens dreimal so hoch wie heute und wir haben da ganz sicherlich auch Bedarfe. Also da glaube ich, ist überhaupt kein Problem, Bedarfe zu benennen, wo wir investieren können. Weitere Bedarfe zu benennen, ob das dann im Wesentlichen im Dienstleistungsbereich sein wird, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt ist das allerdings auch so ein Problem in der Nicht-Planwirtschaft. Werden diese Bedarfe nicht festgelegt staatlich, sondern das ergibt sich dann aus dem Marktgeschehen. Da bin ich eigentlich nicht so pessimistisch, dass da nicht immer wieder neue Bedarfe entstehen. Also ob wir das wirklich brauchen, ist eine andere Frage. Ob wir wirklich alle Handys brauchen, weiß ich nicht. Aber es wird zumindest Bedürfnis dafür erzeugen. Doch, wir brauchen Und als letztes diese Huber-Geschichte mit dem Vollgeld ist jetzt viel zu sehr ins Detail gehen, glaube ich, hier. Mein Eindruck selber ist, dass das noch nicht gänzlich ausdiskutiert oder nicht gänzlich durchdacht ist, dieses Modell des Vollgeldes, dass also dann keine Giralgeldschöpfung mehr durch Geschäftsbanken geschehen soll, dann müsste offensichtlich irgendwie die Zentralbank vollkommen die Geldversorgung übernehmen. Ob das dadurch wirklich weniger, das, was man damit hier bewirken soll, ist wohl, dass es stabiler wird. Ob das tatsächlich stabiler wird, das ist mir noch nicht so ganz klar, aber das ist wirklich eine sehr detaillierte Diskussion, die eine eigene Veranstaltung eigentlich bedarf, weil das im Grunde eine spannende Diskussion ist. Dass die gewinnorientierten Geschäftsbanken im Moment das Geld schöpfen und das dann im Nachgang von der Zentralbank refinanzieren lassen? Oder ist Ihnen vorne aus der Runde irgendein Fall bekannt, wo mal irgendeine Geschäftsbank einen Kredit vergeben hat und dann im Nachgang die Refinanzierung von der Zentralbank dann wirklich verwehrt wurde? Also ich sage mal, wenn die Zentralbank wirklich nur über den Zins steuern kann, aber die wirkliche Geldschöpfung bei den Geschäftsbanken liegt, die gewinnorientiert sind und halt nicht Preisstabilität oder sonst irgendwas haben, dann ist halt einfach die Frage, ob die Verlagerung zu einer Institution halt diese Gewinnorientierung einmal zurückschrauben würde und dann natürlich auch eine Sicherheit für die Bankkunden, also diesen ganzen Einlagensicherungsfonds bräuchten wir dann nicht, weil es wäre dann halt Vollgeld und nicht mehr eine Bankbilanz. Und ich glaube, jetzt wird es ein bisschen sehr speziell. Ja. Ich würde das gerne an der Stelle jetzt abbrechen, aber Herr Nütznadel wollte noch einen Beitrag leisten. Ich würde noch ergänzen, ich meine, wenn wir die Wachstumskritik aus der europäischen Perspektive sehen, könnten wir uns vielleicht noch einigen, aber für die armen Länder ist das überhaupt keine Perspektive. Und da ist ja auch die größte Wachstumsdynamik. Sagen Sie das mal im chinesischen Bauern oder sagen Sie das im lateinamerikanischen sozusagen einer Kleinfamilie, sagen, auf welcher Grundlage wollen Sie das erklären? Ja, also ich denke, dass das Wachstumsmodell sozusagen kein europäisches Reservat ist. Wir können da vielleicht noch mit umgehen oder können sagen, auf hohem Niveau kann man sowas stabilisieren, aber das ist keine Lösung für andere Regionen. Darf ich noch einen Punkt machen? Ja, sehr verständlich. In einer freien Gesellschaft, wo wir Bildung pflegen und die Leute Ideen haben, da können Sie das Produktivitätswachstum nicht abstellen. Es wird immer Ideen geben, ob das jetzt die Entwicklung von Google ist oder so etwas. Und das setzen die Leute in der privaten Wirtschaft um. Und wenn das nicht der Fall wäre, dann würde ja jede produktivitätssteigernde Entwicklung zu mehr Arbeitslosigkeit führen. Deswegen muss das Sozialprodukt im Ausmaß des Produktivitätswachstums, das Sie nicht abstellen können, wachsen. Da ist noch eine. Ja, mein Job liegt genau in diesem Wachstumsbereich, nämlich wir bieten auch einen Livestream an, wo Leute jetzt gerade aus Paris beispielsweise zuschauen und ein Statement
Von dort ist gerade Geisteswissenschaftler über die Finanzkrise und alle sind derselben Meinung. Habe ich in Hamburg auch noch nicht erlebt. Wie auch immer, ob man das positiv oder negativ sehen kann. Das, gut. Ja. Meine Frage ist jetzt, man hat sehr viele Problematiken jetzt in dieser Show mitbekommen, dass sehr viele Problematiken vorherrschen sind, also dass die Wirtschaft sehr bröckelig ist und die ganzen Staatsverschuldungen, Finanzkrisen. Meine Frage wäre jetzt letztendlich, was glauben Sie, wie lange dieses Wirtschaftssystem noch halten wird, dieses bröckelige Wirtschaftssystem, wäre jetzt meine Frage. Die nächsten 10, 20 oder wird es jetzt einen Crash geben? So? Wir haben viele Crashs und dann wieder Auferstehung. Ich weiß es nicht. Wer möchte die beantworten, die Frage? Also die Gefahr, dass es einen weiteren, stärkeren Einbruch in den Finanzmärkten, in internationalen Finanzmärkten gibt, die ist zumindest noch nicht gebannt. Also dass das auch wirklich in relativ naher Zukunft passieren kann. Dass das grundsätzlich in jedem Fall nicht nur alle 80 Jahre passiert, wie sozusagen letzte große Weltwirtschaftskrise 30er Jahre und jetzt so 2010er wieder, also ca. 80 Jahre dazwischen, dass das so lange Zeiträume nicht immer haben muss, glaube ich, ist aber auch klar, dass es eher kürzere Zyklen relativ starker Destabilisierung geben wird. Darüber hinaus sozusagen Zusammenbruch des ganzen Systems, also ich hoffe natürlich nicht, dass es das geben wird. Mir fällt schon schwer, wirklich zu beantworten oder eine richtige Prognose abzugeben, ob die Eurozone erhalten bleibt. Da allerdings, wenn man es darauf reduzieren wollte, wäre meine Prognose schon, dass wir schaffen werden, die Eurozone zu stabilisieren und immer wieder Nachsorgen schaffen werden, das Governance-System und am Ende hoffentlich auch in dem Sinne, wie ich das mir wünsche, umzugestalten, dass das stabil bleibt. Also da bin ich eher ein Anhänger sozusagen so einer funktionalistischen Theorie, die sagt, am Ende wird das schon funktional gestaltet werden, als einer realistischen Position, die sagt, die Nationalstaaten können eh nicht sich so stark koordinieren, wie das notwendig wäre und es wird auseinanderfliegen. Also ich glaube schon, wir werden das schaffen. Ich habe einen zarten Hinweis bekommen, dass wir zum Ende kommen müssen, aber ich möchte diesem Herrn jetzt die Gelegenheit geben, noch eine Frage zu stellen. Drei ganz kurze Sachen. Ich hätte die Fragen lieber schon vorher gestellt, weil ich der Meinung bin, dass die zu einem früheren Zeitpunkt hätten gestellt werden sollen. Aber ich bin ja nicht dran gekommen. Sagen wir es mal so. Okay. Die erste Frage ist eigentlich nochmal die auch schon mal aufgegriffen wurde vorhin. Nach den zusätzlichen Schulden, die man quasi in die Schulden der Bundesrepublik Deutschland mit reinrechnen muss, konkret Sonderfonds Deutsche Einheit. Das würde mich nochmal interessieren, ob dieser Sonderfonds Deutsche Einheit, den man ja auf ziemlich raffinierte Weise zum Verschwinden gebracht hat, eigentlich nicht auch schuldenerhöhend ist. Das ist die erste Frage. Die zweite Sache, das Eigenkapital der Banken. Das Eigenkapital der Banken ist ja eine Zeit lang diskutiert worden, ist dann aber auch aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit verschwunden. Da war ja die Rede davon, dass die Banken, gerade die großen deutschen Geschäftsbanken, von denen wir ja faktisch wohl nur noch eine haben dürften, die anderen gehören ja inzwischen der deutschen Bevölkerung, dass also diese deutsche Bank, die meines Wissens an einem Rad von 3 Billionen drehen soll, ungefähr nur 30 Milliarden an Eigenkapital hat, was ungefähr 1% entspricht tatsächlich, wurde aber eine Zeit lang gefordert, dass mindestens 7-8% Eigenkapital da sein sollten. Das wäre die zweite Frage und dann noch eine Bemerkung. Die bezieht sich auf die von Herrn Heise genannten Begriffe Politökonomie und Überbau. Ich hätte mir auch gewünscht, dass die Diskussion mehr ein bisschen auf die kapitalistischen Ursachen unseres Systems eingegangen wäre. Aber gut, dazu müsste man vielleicht gewisse Voraussetzungen auch unterstellen, sage ich mal so. Also ich meine jetzt, dazu müsste man bestimmte Positionen auch vertreten können und wollen. Und das sehe ich leider im Podium nicht, ohne jetzt persönlich werden zu wollen. Schönen Dank. Das ist aber jetzt keine Frage. Gut, Sonderfonds, kann da jemand was zu sagen? Ja, ich glaube, dass der doch eingerechnet ist in den jetzigen Schuldenstand unseres Gesamtstaats. Dass das aber durch die Schuldenbremse für die Zukunft teilweise jedenfalls ausgeschlossen ist, Sonderfonds neu einzurichten und dadurch die Staatsverschuldung praktisch zu verschleiern.
Aber es gibt andere Möglichkeiten, Staatsverschuldung zu verschleiern. Das ist Public-Private Partnership. Nicht? Der Staat bürgt dann und das private Unternehmen macht Schulden und investiert. Und das erscheint dann nicht unter den Staatsschulden. Es gibt viele Umgehungsmöglichkeiten. Wir haben das auf einer Tagung gerade mit amerikanischen Bundesstaaten durchgespielt. Die hatten alle schon sehr lange Schuldengrenzen in ihren Verfassungen oder in Gesetzen. Und das wird permanent umgangen. Ich denke, das Thema Eigenkapital ist ein sehr wichtiges Thema, das bestimmt nicht verschwunden ist, vielleicht aus der Öffentlichkeit, aber zumindest mal nicht innerhalb der Verantwortlichen. Aber es ist immer die Frage, ist es hoch genug? Das ist richtig. Wer möchte das beantworten? Die Eigenkapitalquote, hat sich da was getan, vielleicht verbessert? Das ist ja auch die Frage. Basel III sieht das vor, die Erhöhung der Eigenkapital. Ja. Aber reicht das? Wenn man nach Martin Hellwig ginge, wäre das nur ein... Ja, das ist eben eine Stellschraube, an der man drehen kann, indem man die Sicherheiten sozusagen erhöht, indem man höheres Eigenkapital abfordert. Ob da jetzt 8% so viel besser sind als 6% wie vorher, kann man bezweifeln. Also, wenn man 20% nehmen würde, diesen Sprung machen würde, 25%? Ja klar, ich meine, je höher, desto mehr kommen wir dann so zu ähnlichen Bedingungen, zumindest wie Vollgeld. Also dann haben sie natürlich wesentlich weniger Möglichkeiten, Kreditvergabe zu machen. Wir brauchen aber Verschuldungsbereitschaft und Kreditvergabe, um eine Wirtschaft in Gang zu halten, zumindest eine kapitalistische Ökonomie. Also ich bin da eben, weiß nicht, ob Sie auf den alten Karl Marx anspielen, ich bin da eben eher Anhänger von John Maynard Keynes und da eher auf so einer Verpflichtungs- oder Verschuldungsökonomie aufbauend, aber ich denke, eine Grundlage hat er schon. Aber jedenfalls, wir brauchen eben letztendlich die Verschuldungsbereitschaft, sonst läuft das Ganze nicht. Und je stärker wir die Banken da einschränken, desto stärker laufen wir zumindest auch Gefahr, dass die nicht in der Lage, zurzeit machen sie es freiwillig gar nicht, aber selbst wenn sie es machen wollten, aber wir sie einschränken, dass sie die Kreditvergabe tätigen können, die wir brauchen, um die Investitionen zu finanzieren. Also von daher hat es immer zwei Seiten. Wir kriegen in jedem Fall, glaube ich, ein verpflichtungsökonomisches oder kapitalistisches, wie immer wir das nennen wollen, System ohne zyklische Verwerfung, Schwankung nicht hin. Also das, glaube ich, funktioniert nicht. Es kommt nur darauf an, die möglichst gering zu halten, die Ausschläge, die Amplituden da möglichst gering zu halten. Also sowas, wie wir es jetzt wieder gerade erlebt haben, das muss nicht wiederkommen, sagen wir mal. Aber gänzlich ohne Booms und Busts kommen wir nicht aus. Was heißt, kommen wir gerne aus, aber wir werden es nicht hinkriegen, kriegen wir es nicht koordiniert. Das ist immer gut. Ich finde das eigentlich ein gutes Schlusswort. In dem System, in dem wir leben, ist es, glaube ich, so auf und ab, ist auf keinen Fall zu verhindern. Es wird weiter so sein. Die Frage ist, können wir uns wirklich nochmal erlauben, ein solches abzuhaben, einen solchen Niedergang? Tun wir genug, um das zu verhindern? Aber das können wir nicht mehr beantworten, aber ich hoffe, wir haben Ihnen ein bisschen die Möglichkeit gegeben, welche Möglichkeiten es gibt, darüber weiter nachzudenken. Und ich glaube, das wird ja auch an anderer Stelle getan. Applaus